Meine Damen und Herren, wir sind zurück zum Immer Wunder... fängt er gleich an. Nein, ich fange nicht immer gleich an. Ich wollte jetzt dich auf einer... Egal. Meine Damen und Herren, ich bin ein höflicher Kerl. Ja, fang nur anders an. Die Leute haben es vermisst, wie du reinkommst und irgendein 80er-Jahre-Lied wieder singst. Yes, it's true. Yes, it's true. I am happy to be stuck with you. Yeah. Yes, it's true. Hey, yes, it's true. I am happy to be stuck with you. I can see that you're happy to be stuck with me. So fängt man eine Podcast-Folge an, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Die Deutschen Podcast. Das macht gute Laune. Das macht gute Laune. Und wir haben heute einen wunderbaren Gast. Ja. Ja. Einen wunderbaren Gast. Bevor wir dich vorstellen, erstmal was ganz Wichtiges. Ja. Das ist mein Partner Lisa. Und ich liebe ihn. Ich liebe Cheyenne. Ja. Er ist Baseball-Dad und er sieht sehr gut aus. Und er hat, falls ihr es noch nicht gehört habt, weil es gibt immer neue Infos, die wir nach außen tragen müssen, er besitzt vier Firmen. So. Weißt du das eigentlich? Ja, ich weiß. Und du hast zwei. Ja. Oder? Ja, das sagt er. Ich weiß nicht, ob ich das stimmt. Ja. Meine Damen und Herren, wir haben heute den unfassbaren, erfolgreichen Wodka-Trinkenden. Konsumierenden. Kotzenden in Backstage in Bechern. Woddy! Woddy! Meine Damen und Herren, das ist der Woddy. Man kennt ihn nicht, weil er ist eher hinter den Kulissen. Ja. Woddy ist Hip-Hop-Produzent. Ja, auch, größtenteils. Größtenteils. Und der DJ von den 257ern. Nas. 257ers. Hier steht das Esmus mit. Ach so, sorry. Den 257ers. Ich dachte Nas. Ich dachte, er hat gerade gesagt, ey, von Nas lege ich auch auf. Ich wollte gerade so komplett durchdrehen. Woddy, wie geht's? Super. Ja, geht's dir gut? Ja, muss. Und schön, dass du gekommen bist. Ja. Immer gerne. Du bist ein Podcast-Zuhörer von uns? Ja. Ja? Feierst du uns? Seit den Bijamisten-Dingern schon. Echt? Ja. Krass. Weil ich habe in der WG gewohnt mit einem Türken und einem Libanesen. Bei den Deutschen. Warte, nein, nicht den Podcast. Ja. Und wir haben halt eine große Wohnung gehabt und da hingen halt immer viele Leute rum und da kamen dann Straßeninterviews, weißt du? Ah. Und die haben über meinen Fernseher geguckt. Deswegen war mein YouTube verseucht mit deinen Sachen. Und dann bin ich. Warte, dann haben wir WG aufgelöst, ich bin weggezogen und hab dann irgendwann YouTube angemacht und da war einfach nur alles Champions League und Cheyenne. Ja. So, und dann hab ich geguckt und dann hab ich gesehen, ey, da gibt's einen Podcast mit Nizar. Hab ich mal angemacht und seitdem gebe ich mir das so. Ey, geil. Geile stark, Story. Stark. Außer, dass du armer mit einem Türken und einem Libanesen zusammen wohnen musst. Kann man ja kämpfen. Ich wollte eigentlich sehr positiv durch diesen Podcast heute gehen. Ja. Ich habe gesagt, ey, ich will nur gute Sachen reden, aber das hat mich jetzt schon ein bisschen schockiert. Ein Libanese und ein Türken in einer WG. Wie kommt das zustande? Und warum sich das aufgelöst, kann ich mir vorstellen. Aber wie kam das zustande? Wer waren diese Leute? Kollegen? Ja. Und dann habt ihr gesagt, ey, wir machen eine WG? Ja. Wegen der Miete, um zu teilen? Oder? Ja. Ja? Ja. Und wir haben auch alle Mucke gemacht zusammen. Ah, ihr habt auch alle Mucke gemacht. Aber nur du bist erfolgreich geworden. Ja. Kann man erzählen, wen du alles produziert hast? Ja, 257ers, Favorite, Pedas, Karate Andy, Menasmus, Kung Fu Nisa, Daniel Danger. Wer ist Daniel Danger nochmal? Von 1 Live, dieser Dings, Alter. Daniel Danger? Kennst du den echt jetzt? Ja klar, das ist so von Marco Secret. Nein, ich weiß nicht. Diesen Malle-Hitter, von dem habe ich da auch gemacht. Echt? Sowas. Ja. Boah, aber du bist eher so in der Szene, also viele Zuhörer, kennst du das? Glaubst du Statistiken oder handfeste Analysen, glaubst du daran, die bewiesen sind? Ja, natürlich. So, ich habe ja einen Partner, der an sowas nicht glaubt. Ich sehe ja in unserer Podcast-Statistik, was unsere Zuhörer auch noch hören. Mhm. Ja, und das glaubt er ja nicht. Du sagst, es stimmt nicht. Ja, das glaube ich nicht. So, aber deswegen würde ich sagen, unsere Zuhörer. Zuhörer, sind Zuhörer. Türken oder was? Zuhörer werden teilweise wahrscheinlich gar nicht die Leute kennen, die du aufgezählt hast. Ja, kann sein. Also wie kann man Pedas nicht kennen? Einer der besten Punchline-Rapper Deutschlands. Okay. Der beste Punchline-Rapper Deutschlands. Der beste wahrscheinlich. Der beste? Ja, Pedas, oh, ja, ganz brutal. Definitiv, ja. Also du kannst Pedas... Punchline-Rap ist für mich, ich bin kein Rap-Nerd, ich höre nur das an, was mir so gefällt. Mhm. Punchline-Rap ist was genau, wie, was ist die Beschreibung? Das ist halt lyrischer, ne? Nein, Punchline-Rap ist, du musst es mal anders erklären. Punchline-Rap ist Battle-Rap, wenn man einen imaginären Gegner beleidigt. Oder auch einen richtigen. Ja, oder auch einen richtigen mit, ich bin besser als du und cool als du, aber mit cleveren... Genau, mit Wortspielen, mit Wortspielen, durchdachten Sachen. Was Kollega macht. Genau, perfekt. Genau das, also, was der Kollega macht. Ist ein Punchline-Rapper. Ja. Ja. Farid Bang ist ein Punchline-Rapper. Ja. Bushido nicht. Nein.
Aber der beleidigt auch Leute. Ja, aber das sind keine. So das sind keine Punchlines. Ist Savas ein Punchline-Rapper? Nein. Der ist ein Battle-Rapper, aber kein Punchline-Rapper. Nee. Nein. Nee. Haftbefehl? Punchline-Rapper? Nein, gar nicht. Gar nicht. Straßenrap. Der Punchline-Rap musst du Deutsch können. Also es gibt im Rap verschiedene Kategorien. Ja, Straßenrap, Battle-Rap, Punchline-Rap. Ja, das verschwindet Punchline- ja auch. Shisha-Rap. Ja, Punchline-Rap ist eine. Punchline-Rap ist eine. Eine Zunft. Eine das ist eine Zunft, ja. Eine spezifischere Form des Battle-Rap. Guck mal, Savage und Banyo zum Beispiel und Samy Deluxe sind ganz klar Battle-Rapper, weil denen ihr Rap auch nur darüber besteht, ich bin besser als du, ich rap besser als du, ich hab schönere Frauen, ich hab mehr Geld. So. Und es und geht auch ein bisschen mehr um Flow, würde ich sagen. Genau, genau, um Flow, was du ja bei einigen Leuten kritisierst, zu Recht. So ein Punchline-Rapper, der legt Wert auf einen cleveren Spruch immer. So zum Beispiel, wie ich sage, wo Petters irgendwie sowas sagt wie, das ist wie Mexiko, es kommt mir hier alles spanisch vor. Oder, so. Oder hier, dass ich dich fick, ist wie ein Einwurf, durchaus möglich. Ja. Durchaus, durch, also durch ein Aus. Ja, ja. Ja, genau. Das ist eine Punchline. Das ist eine Punchline. Okay, wie viele Punchline-Rapper haben wir in Deutschland? Gute. Alias, Pedders, Sparit, Morlock. Obwohl Morlock ist. Nee, ist kein Punchline-Rapper. Nee. Alias, Pedders, Sparit. Ist Dendemann ein Punchline-Rapper? Nee. Nein, ne? Aber der macht viel mit Wortspielen, aber das ist halt. Die können sich auch nicht entscheiden, was jetzt Punchline-Rapper ist. Ja, der Arme will eine Erklärung, wir haben den voll verwirrt. Ja, nein, Ahnung. Ich hab dich nicht verwirrt. Guck mal, alles, was. Alle, die du genannt hast, wo du gesagt hast, sind das Punchline-Rapper. Ja, Farid, Kolle, damit Favorite. Damit er ein Bild hat, die so rappen, das ist Punchline-Rap. Okay. Alias, Pedders. Faith. Ja. Okay. Ja, gibt's auf jeden Fall noch mehr. Snagger und Pillard natürlich. Auch Punchline-Rap? Ja, Kings. Auf jeden Fall, ja. Schöne Grüße an Pillard, ich habe mit ihm gearbeitet. Ja? 4 Jahre oder so. Ja. Er hat schon mit ganz Deutschrap gearbeitet. Ja. Überall. Bruder, ich bin so ein Streuner. Der ist doch Ding, Forrest Gump. Weil jeder, er ist Zeitzeuge von jedem Ereignis, was in den letzten 20 Jahren im Business passiert ist. Ja. Und Benjamin Button ist auch noch. Ja, bin ich, genau. Das stimmt, bin ich auch noch. Ja, Petters ist. Forrest Button. Und Menas Moos, bin ich richtig. Guck mal, er kannte Menas Moos nicht, ne? Mhm. Weil ich gesagt habe, die kommen zum Podcast. Und dann habe ich einen Song gezeigt. Ich habe ihm links welchen? Gesagt, jeden Tag da. Der Gegenteil-Tag. Ja. Und der, ich liebe das an dem. Ich zeig so, und der denkt, ich habe in seinem Gesicht gesehen, dass er sich dachte, boah, jetzt zeigt er mir wieder so eine Rap-Scheiße, ne? Ich mach so an und der fängt an zu nicken, der so, okay, das ist böse. Okay, aber hast du den Song gezeigt? Ja, ich hab nur den Song. Weil der ist ja ein bisschen vom Beat her ein bisschen was anderes. Ja, aber ja, guck mal, wenn er mir jetzt was anderes gezeigt hätte, yeah, das hätte mir nicht gefallen, hätte ich eine andere Meinung. Ich musste sicher sein. Jetzt habe ich dieses Ding, jawoll, das geht ab. Aber bei dem musst du halt auf den Inhalt auch achten, ne, was die rappen, weil das ist einfach, das ist so fucking lustig. Ja, so total absurd. Das ist so, der ist ein Kind dagegen. Ja. In Asozialität. Ja, voll, 100, die sind ja richtig krank. Ja, nein, keiner übertrifft Nisa. Doch, ey. Glaub mir. Bruder, weil die haben auch keiner, so keinen keiner, Filter. Keiner geht öfter in Rewe und keine Kondome als die. Hat vor drei Tagen eine Oma angespuckt. Was? So den Antichristen aus mir gemacht. Ich will, dass dieser asozial ist von all das. Menas Moos Twitter-Account ist doch übertrieben. Ja, ey, ich hab so zwischendurch posten hier was von was hier da posten auf Twitter, du musst so auf Twitter folgen, ey, das ist und dann habe ich einmal durchgelesen, Alter, das, aber die sind halt wirklich, wenn du mit denen abhängst, ja, den ganzen Tag lang kommt auch nur so eine Scheiße, so, ja, ich mag das, das ist halt, du bist halt konstant am Lachen, die sind so wie Mario Wendler in Rap-Form, echt, ja, so, so, okay, diese Punchline-Raps, ne, ja, die man so, haben die eine bestimmte Zielgruppe? Weil ich höre zum Beispiel sowas nicht. Ja, intelligente Leute. Okay, danke. Nein, das ist. Nein, ich meine es nicht. Du kanntest das. Ich komme noch zurück, du kanntest das halt nicht. Ja. Ne? Wenn du es kennen würdest, dann könntest du es auch verstehen, weil du ja bist. Aber es müssen intelligente Leute sein, weil so. Ja. Aber für mich. Und Humor. Du brauchst Humor und Intelligenz. Guck mal, und ich kenne ja halt die Sachen zum Beispiel von Faith, kenne ich, von Kollega kenne ich. Yeah. Karate Andi kenne ich auch. Ja. Aber das sind Sachen, die ich nicht höre. Das genau, heißt, weil ich keinen Wert drauf lege, es muss so geile Worte. Ja, weil die Musik dir nicht gefällt. Genau, er ist so, der sagt so, boah, Bruder, wie er diesen Satz genommen hat, guck mal, diese Doppel... Rap-Nerd. Ja. Ich bin so einer, der Beat muss fresh sein. Das ist aber bei allem so. Beat muss fresh sein und... Deswegen kann ich keinen Kollegen hören. Ich pickt immer diese komischen Core-Beats, so, weißt du? Nee, ich bin so, wenn einer geil rappt, kann die Mucke auch scheiße sein. Der muss nur geil rappen. Ja. Er sagt also zum Beispiel, ich zeig ihm letztens irgendeine Frau, also was letztens vor ein paar Monaten... Unbekannte Frau. Die nicht in der Küche war. Ja, ich weiß nicht, wie die hier heißt mehr. Und er sagt, ich sag, Bruder, das feierst du bestimmt nicht. Und er macht so, ja, Bruder, die rappt gut. So, und er sagt, das reicht dir. Er sagt, ja, das reicht mir. Und ich bin so einer, ich brauch so Melodien, Flow, es muss so viben, es muss geil sein. Aber hörst du gar nicht auf Inhalt? Nee. Okay, dann bist du ja
So Shisha-Bar-Playlist. Nee, auch nicht. Ich höre gar keinen Deutschrap fast. Ja, ich auch nicht. Also ich höre von 100 Deutsch-Rap-Songs, die zum Beispiel also Hits sind, höre ich 2. Ich höre nur amerikanische Mucke. Ich höre also zurzeit, letzten 6 Monate höre ich nur African Sound. Okay. Nur African. Burna Boy. Das finde ich gut. Wizkid, sowas höre ich. Dann höre ich gerne. Ja, ich weiß, ich habe es ignoriert erstmal, aber. Nein, ich habe nichts gesagt. Ja, klar. Kennst du die wunderschönen Landschaften des afrikanischen Bergen? Nee, auf jeden Fall. Also ich bin da komplett vorne raus. Also ich respektiere das. Aber du hörst auch afrikanisch und die Musik und du verstehst die Sprache gar nicht, aber du fühlst den Vibe. Genau, das reicht mir. Ja, ja. Okay. Einer, wo ich auf Inhalt höre und so Lyrics auch so eingebe bei Google, übersetze, gucke, ist zum Beispiel von Pac. Oder wenn er mir sagt von Eminem, ey Bruder. Das ist Englisch. Ja, aber ich kann kein Englisch. Was? Hör mal zu, du kotzt irgendwo so einen Becher, Alter. Was willst du eigentlich von mir, Alter? Wie der mich so anguckt, hat nicht mal einen Führerschein. Ja. Da gehen wir jetzt mal da drauf. So. Du kannst doch Englisch. Woddy, so ein seriöser Name. Hör mal zu. Warum hast du keinen Führerschein? Weil ich keinen Bock auf MPU habe, so. Ja, aber du kannst doch. Was ist das für eine Aussage? Du kannst doch. Das ist so, als ob ich sage. Guck mal, ich kenne so viele intelligente Leute, weißt du, die keine Scheiße bauen. Und wenn die betrunken sind, fahren die trotzdem Auto. Und ich, Alter, ich baue nur Scheiße eigentlich so. Und ich weiß ganz genau, ich weiß es hundertprozentig, ich werde besoffen fahren. Okay, wie viele Tage ohne Alkohol hältst du aus? Ja, lange, wenn ich will. Meine Damen und Herren, wir haben gesagt, wir wollen immer was Gutes machen. Der erste Alkoholsüchtige. An die anonymen Alkoholiker. Nicht anonym. Du bist nicht alkoholisch. Da steht Wodka Ananas. Ja, damit jeder weiß, was da reingehört. Also, du bist freundlich. Der hilft den Kellnern. Ja. Einfach der Bar-Disco. Wodka Ananas. Was? Ja, oder so. So hier. Ja, das ist ein Zeichen, wie so die Latin-Gangs hier so hier. Hat er da Wodka Ananas? Das ist wie Knast, weißt du, diese Mörder-Dings, diese drei Striche. Ja, Punkte. Genau. Der hat nur einmal Alkohol getrunken. Echt? Ja. Wo war das? Wo du getauft wurdest. Was? Der ist doch durch, der Typ. Kennst du so Wein? In der Church? Du warst mal in der Kirche? Ja. Du warst mal in der Kirche? Warst du mal in der Kirche? Klar. Gibt's so umsonst immer das Brot. Der geht essen. Das ist Esspapier. Holst du Brot? Ja, Duck, mach doch Geld mit Esspapier. Ja? Ja. Schönen Gruß an Duck. Ich hab einen vietnamesischen Freund. Ich auch. Und der ist einfach Millionär geworden mit Esspapier. Nein. Mit Esspapier Millionär geworden. Der ist 24. Was? Das gab doch schon vorher Esspapier. Also ja, aber der hat das nach Vietnam gebracht. Der hat aber Esspapier nach Vietnam gebracht. Ja. Ah, der hat eine Marktlücke entdeckt. Ja, die sind von. Und Vietnamesen haben ja gar nichts zu essen, deswegen freuen die sich über Esspapier. Aber ich find den Umschwung von Katzen zu Esspapier gut. Aber hat er auch diese vietnamesischen Geschmäcker reingemacht, so mit Koriander und Zitronengras? Ja, der verkauft. Weißt du, wo der macht im Monat, ich darf es gar nicht sagen, ne? Aber einen sechsstelligen Umsatz. Geld. Mit Esspapier? Nein, mit deutschem Shampoo einfach. Vietnamesen lieben deutschen Shampoo. Der macht einfach Export. Dem deutsche Sachen fährt da hin. Genau. Und was, wenn ich ein Dieter 4-Blatt nehme und Harissa drauf schmiere und das nach Tunesien verkaufe? Funktioniert das? 100%, die ist ja nur scharf. Das ist das Einzige, was wichtig ist. Alles scharf. Hast du schon mal tunesisch gegessen? Nein. Deswegen aber ich esse sehr gern scharf. Ich esse echt eine Magenschleimhautentzündung. Super Essen, schmeckt sehr lecker, aber sehr, sehr scharf. Ja, ich fahre auch so malaysisch, indonesisch und so, weißt du? Ja, genau. Das so richtig ist so scharf? Ja, super scharf. Ich kann kein Tabasco, ne? Auf der Pizza ein Tropfen und ich krieg Tränen in den Augen. Ey. Ja, aber das ist, weil du weinst hast um die verstorbenen Brüder. Kannst du richtig gut scharf essen? Ja, richtig gut. Ich esse auch ein ganzes Schaf sogar. Okay, weil ich habe zufälligerweise, kennst du diese One-Chip? Ja, diese komischen Flaschen, wo ein Chip drin ist. Hast du dabei? Ja, zufälligerweise habe ich die mitgebracht. Ja, aber das ist doch, das esse ich ja nicht. Ja, warum? Ess was? Mal. Du hast doch gesagt, du kannst das. Ja, du aber das ist doch, oh nein. Du hast jetzt gerade groß. Nein, das esse ich nicht, das ist menschenverachtend. Nein. Warum? Das geht, ich habe auch schon gemacht. Wie viel, Schwulile hat das? 1,2 Millionen oder sowas. Ja, ist das mal. Bruder, bist du krank? Ich hab das schon mal gemacht. Ich mach mit. Ja, aber du bist so ein Typ. Du bist auch ein. Ja, ich esse auch. Bruder, ja klar, du hast Wodka Ananas auf deiner Hand tätowiert. Du bist doch kein normaler Mensch. Also guck mal, das würde ich gerne sehen. Nein. Und ich finde. Du redest ja immer, ich esse so viel Schaf. Ja, aber nein, aber nicht so. Das nicht. Das habe ich noch nie behauptet. Dieses Zeug. Bruder, das ist. Du hast gerade noch gesagt, ja, super. Ich kann gut scharf essen, aber das ist nicht etwas, was man als Nahrung nimmt. Machst du das so auf den Steak drauf? Nein. Ja, warum nicht? Ja, weil das so scharf ist. Weil der teuerste Chip. Lisa. Ja. Wie die Klicks.
Für die Klicks. Stimmt. Ich muss mal, komm. Für die Klicks. Ja, für die Klicks gleich, ey, so raus. Ich mach mit, ey. Und das ist. Ja, nicht, Bruder, dass du. dass du mitmachst, ist mir auch klar. Bruder, das machst du, aber Führerschein nicht. Ja, ich muss ja keine MPU machen, dass ich mich Chip gegessen habe. Drückst du dich? Bruder, ich kann das nicht. Nisa, der großartige Nisa. Ja, guck mal. Der schon die Schlacht damals gegen den König Alexander gewonnen hat, ja. Der. Das tut nicht so weh. Schwach. Der sogar die Medusa, die Schlangen getötet hat, ja. Drückt sich vor Bruder, etwas von der Challenge? Du kriegst Durchfall und das brennt, das ist krank, das geht dir ja nur. Das weißt du doch gar nicht. Das, doch, ich hab's doch schon mal gemacht. Ich hatte keinen Durchfall letztes Mal. Ja, guck mal. Wie scharf ist das? Bruder, das ist ganz ekel. Also schlimmer als du denkst. Ja. Das ist ganz, also wirklich, schlimmer als du denkst. Guck mal, Scheiern, jetzt mal ganz ehrlich. Das ist aber unhöflich, unser Gast bietet dir was an. Ich hab ein Geschenk, ich hab Geschenke mit dir. Ja, du musst, das ist unhöflich. Ja, warte. Das zählt nicht zu deinen Attributen. Ja, warte. Du bist doch der Tolerante. Wie kann man einen Gast... Wie ist denn deine Schärfetoleranz? Warte, ja. Das ist gut, guck mal. Ich will dir nur was sagen, damit du mich verstehst. Ja, komm. Leck ab, ja. Warte, damit du mich verstehst. Du hast bei uns gegessen. Ja. Guck mal. Und es ist generell bekannt, dass die tunesische Küche sehr, sehr scharf ist. Ja. Und du weißt, dass ich jemand bin, der sich einfach auf ein Brötchen, ohne es irgendwie zu verdünnen, was Scharfes draufschmiert, nur damit mir das schmeckt. Okay. Und wenn ich dir sage... dass das ekelhaft ist. Das weißt du aber ja nicht. Doch, guck mal, ich weiß nicht, ob es das genau ist, aber ich habe doch diesen Fehler schon mal begangen. Und zwar, also, erstmal habe ich selber so ein Fläschchen zu Hause. Nicht Fläschchen, das ist ein Chip. Ja, das ist ein Chip. Ja, heirat dein Chip. Ja, das noch sagen, ja, du redest von Fläschchen die ganze Zeit. Ja, Chip noch schlimmer, guck mal. Ich habe einmal, das weiß ich noch ganz genau, Welle gemacht, wie du mich kennst. Keiner ist schärfer als die in der tunesischen Küche. Wer das überlebt, überlebt alles. Ich bin der King. Ich bin Jean-Claude Van Damme. Ich bin Rambo. So, und dann kam auch einer wie er. Genau mit dieser Art. Genau aus diesem Klientel. Ja, ich kenn das doch. Ja, aber hast du mal das und das gegessen? Ich schwöre, ich esse das. Nein, das schaffst du nicht. Sag ich schaff das 10-mal. Ne? Und danach wollte ich sterben. Ich schwöre, mir ging es nicht gut. Also, der Tag war für mich gelaufen. Warum soll ich das jetzt machen? Ja, weil der Tag schon fast gelaufen ist. Ich muss euch ja nichts beweisen, weil ich von Anfang an sage, ich vertrag das nicht. Aber du hast doch gerade noch gesagt, du kannst das voll gut und so. Ich kann gut scharf essen, aber nicht da. Ja, okay! Ja. Warte! Nein, das regt mich auf! Du trinkst gern Wodka. Ja. Ja, lass dir doch Wodka intravenös hier so in den Arm stechen, wenn du das doch verträgst. Ja. Das ist doch was ganz anderes, das ist doch keine normale Nahrung. Das dient nur da, das ist nur dafür da, einen zu zerstören. Okay, du magst auch Challengen, ne? Challenges, nein. Doch. Ey, ist für die Klicks, Mann. Ja. Nein, weißt du, was du machst? Ja. Ich hab unten eine Chips-Packung. Wir machen 10 Stück hier und einer ist davon, einer von ihm. Und wenn du den greifst, greifst du den. Das riecht man. Du darfst ja nicht riechen. Aber das sieht man, glaube ich, auch. Ja. Das ist. Bruder, lass mich in Ruhe. Ich möchte nicht. Okay, leck ihn. Nur. Nein, was machst du doch? Ja, ich kann nicht mal Tabasco essen. Ja, aber ja, Tabasco ist auch menschlich, das nicht. Du kannst doch den Chip lecken, bist ein Erwachsener. Verus, kannst du kurz holen aus dem Rucksack? Nein, ich mach das auf jeden Fall. Nein, wir legen die schon mal hier hin. Nein, ich werde es nicht machen. Du kannst die Packung lesen. Scheinlich, ich bin krank geworden davon. Ey, guck mal, kränker als jetzt? Kränker? Ja, gibt's nicht, aber nein, egal. Nein, gibt's nicht, hier genau. Was willst du denn überhaupt? Ey, ich dachte so, ich bring jetzt vier mit, so weißt du, hier. Wir bring den Führerschein mit, mach doch deinen Lappen. Bevor und du dann? Wenn ich den Führerschein hab, dann machst du? Ja. Ist das ein Deal? Okay. Wenn ich den Führerschein hab, mach ich. Also, ich finde es unhöflich, wie du unseren Gast behandelst. Ey, ich will einfach das. Zeig mal, wie das aussieht. Ich muss mal sehen, wie das aussieht. Das ist jetzt so ein schärfster Chip der Welt, oder was? Ich weiß nicht, ob es der schärfste ist, aber es sind die einzigen, die. Irgendwie das bringst du uns als Geschenk. Guck mal, das ist Mais. Das ist nichts Schlimmes. Ja, guck mal, das ist so eine fröhliche Peperoni drauf. Boah, wie sieht das erstmal aus? Okay, so. Dann, nee, was ich hatte, war aus einer Flasche. Oh Gott, Alter. Das ist der Handschuh, wenn du das in deine Augen reibst, sonst bist du blöd. Guck mal, da ist dein Handschuh dabei, Bruder. Was denkst du, warum der dabei ist? So extrem ist das. Du willst einfach, dass ich verätze. Okay, warte mal. Bruder, das kann man nicht essen. Guck mal, wir gehen das mal durch. Also. Guck mal, Bruder, das muss gut sein. Hergestellt in Tschechien. So. In der Tschechischen Republik? Ich wusste nicht mal, dass da überhaupt irgendwas hergestellt wird. Mais-Tortilla-Chip mit einem hohen Anteil von Lina Reaper. Gewürz. Du weißt, wer der Reaper ist? Chilis der Welt. Ja. Was heißt das, Bruder? Ja, das ist ein bisschen Pulver von der Chili drauf. Ja, guck mal. Bruder, das hat auch nur 0,21 Eiweiß. Das ist nicht schlimm.
Wollt ihr oder nicht? Warnung. Guck mal, vermeiden Sie den Verzehr, falls Sie okay, vermeiden Sie den Verzehr, falls Sie allergisch auf scharfe Chilis oder Caps, was? Capsaicin, glaube ich. Capsaicin sind. Bist du ja nicht. Also es ist schon mal, weil für schwangere Frauen und Personen mit gesundheitlichen Problemen ist die Einnahme dieses Produkts verboten. Bist du ja auch nicht, bist ja nicht schwanger oder ich weiß nichts davon. Ja genau, aber ich habe andere gesundheitliche Probleme. So, nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Manipulation mit dem Chip verwenden Sie Schutzhandschuhe. Und dabei? Falls Sie nach dem Verzehr schwere, lange anhaltende Atembeschwerden haben, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Klingt das vertrauenswürdig, dass man das zu sich nehmen soll? Das steht auch bei Ibuprofen. So, das ist ja nicht schlimm. Kannst du trotzdem 3000 Milligramm nehmen? Ich will nicht. Ja gut. Sieht das aus wie ein Sarg? Ja. Nein, wie ein Stoppschild, ein bisschen verformt. Du über Verkehrszeichen brauchst gar nicht reden, ohne Führerschein. Was nie in der Theorie redet, über Verkehrszeichen. Will, hast du das mal gegessen? Also, guck mal. Ja, siehst du? Und der ist intelligent. Guck mal. Isst du jetzt einen? Nicht alleine. Nee. Hast du schon mal einen gegessen? Ja. Und ging es dir danach schlecht? Nein. Ja, guck. Bruder, es ist vertrauenswürdiger Typ. Das tut weh. Kennst du diesen Schärfekick? So, und dann ist das irgendwann weg und du bist voll froh, dass es weg ist. Du bist ein Wodka-Säufer. Die kann man nicht trauen, klar ging es dir nicht schlecht. Bruder, der verträgt einfach... Hast du schon mal so einen gegessen? Hast du Interesse daran? Ich muss noch 2 Stunden fahren. Du musst auch noch fahren, ne? Ja, klar. Ja, nee, wenn du Durchfall bekommst bei der Fahrt, geht das nicht, Alter. Ja. Aber man kriegt Durchfall davon. Ja, klar. Ja, wenn der Magen schwach ist. Mein Magen ist schwach. Also, wir haben das erste Mal zu dritt genommen. Mein Darm ist schwach. Wir haben das erste Mal zu dritt gegessen. Ich hab's weggepackt so. Einer hat so viel Wasser getrunken danach, dass der davon kotzen musste. Und der andere hat geheult. Okay. Habt ihr den ganzen gegessen? Ja. Ja, okay, du kannst ja nur ein Stück abbrechen. Ich möchte nicht. Ein Stück? Isst du doch. Ein Stückchen. Ein Stückchen. Ich will nicht. Okay. Ja, dann... Dann halt nicht. Ja, okay, dann legen wir mal. Aber ich nehme einen mit. Darf ich einen mitnehmen? Dann behalt die hier, vielleicht kriegt ihr irgendwann mal einen coolen Gast. Okay. Ja, gib alle. Für einen Gast. Frickchen kriegt aber ich sag mal einen coolen Gast. Ja, genau, wir lügen den an. Wir sagen, ey, das ist so ein Ich und Scheiern. Können wir angezeigt werden? Nein, wir sagen Ich und Scheiern. Ich und Scheiern. Es gibt Leute, die bringen Tee raus und so. Wir bringen jetzt unseren eigenen deutschen Tortilla-Chip raus. Und du bist exklusiv, lass mich nicht das testen. Wir legen den richtig rein. Aber denkst du, merkt ihr das, wenn wir ihm mit dem Handschuh den Chip geben? Nein, wir geben den ohne Handschuh. Wir geben ohne Handschuh, aber du musst aufpassen, dass du danach nicht so machst oder an deine Haut gehst, weil dann siehst du aus wie Freddy Krueger. Oder wie Ferris MC. Ich finde das nicht korrekt, dass du den angreifst. Ja, was ist das? Sind die für uns alle? Ich bin sehr enttäuscht. Behalt die. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Ja, bitte, du bist sehr enttäuscht. Bitte an die nächsten Gäste. Ja, das machen wir aber. Ja. Aber die Frage ist, können wir angezeigt werden, wenn wir es denen einfach. Körperverletzung, ja. Das ist was zu essen, Alter. Wenn du was zu essen gibst, auch keine Körperverletzung. Ja, dann kann ich dir einem auch Zement geben. Das kann ich sage einfach, ich wusste nichts davon. Ja, wir lügen. Klar. Am Ende des Tages verratsche ich dich sowieso bei der Polizei. Ja, stimmt doch. Ich finde 31er cool. Ja, okay. So. Ja, ey, bitte. Body. Jede Folge mindestens anbieten. Ja, klar. Nein, wir lügen. Wir machen das auf und wir sagen, ey. Wir haben unseren eigenen, die deutschen Tortilla-Chip und du bist so unser Bruder und immer dieses Glaube, wir wollen, dass du als erstes das testest. Exklusiv. Oder wir machen das so, wie wir es immer machen. Wir werden so lange den unter Druck setzen, mit Sprüchen, sagen, du bist kein Mann. Ja. Dies, ja, das, das, er das. Dass er sagt, ey, lieber nehme ich das auf mich, als die Sprüche von den zwei, ja. Ja? Good evening. Hi. Good evening. Ein Mercedes hat mich zugefragt, so ein Heckliche. Danke. Ja. Kein Problem. Ja, kein Problem. Wo sind wir stehen geblieben? Du hast jetzt bald eine Aufzeichnung, ne? Ja, aber das Corona hat mir einen Strich durch die Richtung. Ist nicht? Ja. Boah. 2G, Y, jetzt kommt Lockdown. Der Lockdown kommt. Wir haben ja auch Tour im Januar eigentlich, aber ich glaube, Lockdown kommt. Ich denke nicht. Ich denke schon. Ich denke schon. Ich denke, die werden alles probieren, um den Lockdown zu verhindern. Aber der Spahn hat gesagt, dass es sein kann, dass 2022 komplette Jahr auf 2G plus ist. Alles. Nein. Doch, das hat er jetzt gesagt. Ja, aber ey, Test, das Plus, das muss auf jeden Fall, du musst dich testen lassen, bevor du auf ein Konzert oder auf eine Show gehst oder so. Ist auf jeden Fall Standard. Naja, Geimpfte das sein. Verschleppen können, deswegen finde ich das gar nicht so verkehrt, aber... Ja. Na, schade. Aber es muss ja für Künstler irgendwas geben. Es kann ja nicht sein, es werden ja Gastronomen werden ja geholfen, teilweise. Viel, also es ist auch viel Papierkram dahinter, ja. Aber ihr Künstler habt ja echt ein Problem. Ihr könnt ja nur davon leben, wenn Leute kommen. Ja. Okay, bei euch ist ja auch ein bisschen Musik noch. Ja, klar, kriegst du den GEMA-Anteil und die Streaming, das ein bisschen, aber du kannst produzieren. Aber die,
die meiste Kohle machst du halt live mit Touren. Wir sind 3,5 Jahre nicht auf Tour gewesen. Und wie oft war die davor Tour? Jedes Jahr. Also in einem Jahr, wie oft? Ja, eine Tour und einmal Festival. Wie viel Termin ist eine Tour? Unterschiedlich. Einmal haben wir in 60 Tagen 54 Shows gemacht und das andere so. Boah, Bruder, danach bist du doch zwei durch. Zwei Monate im Nightliner gepennt, Alter. Danach bist du doch durch und ja, vor allem komplett. So ein Typ wie du. Ja, war wild. Das ist krass. Ich meine, ich habe ja dieses Jahr meine erste Tour gehabt. Mhm. Und ich war. Wie oft will er das noch erzählen? Ja, aber die Sache ist. Ich war körperlich am Ende. Ey, ich hätte es dir auch vorher sagen können, dass du an genau dem Tag, wo ihr frei macht, dann alle komplett krank werdet, weil es immer so. Echt? Ja. Während alle, wo wir Pause gemacht haben, sind alle krank geworden. Während der Tour sind auch alle einmal krank irgendwie so, weißt du? So, weil du pennst halt in einem Bus mit 20 Leuten, alle furzen und husten in den gleichen Betten, ja, so quasi, ja. Weißt du? Klar werden da alle krank so, aber wenn diese Off-Days, wenn du einen Tag frei hast, das ist das Schlimmste. Danach bist du im Arsch. Weil dein Körper runterfährt und dann... Ich weiß nicht warum, aber so, wenn du Tour machst, mach ohne Pause. Ja, aber ja, ich habe es jetzt so gemacht, also guck mal, wir waren ja erstmal 3 Wochen am Stück. Insgesamt sollte ja 4 Wochen gehen. Mhm. Daraus wurden dann 5 Wochen, weil eine Woche war Zwangspause. Ab der 3. Woche ging es mir miserabel, mir ging es schlecht. Ich bin ins Krankenhaus gekommen, Infusion, wieder hochzukommen. Und dann habe ich gesagt, ey Jungs, das geht nicht mehr, weil der eine ist dann auch Schwächeanfall bekommen, der andere wurde dann krank. Habe ich gesagt, eine Woche Pause und dann plötzlich alle am Arsch. Und ich stell dir vor, du musst jeden Abend noch in einer heißen, schwitzigen Halle 1,5 Stunden Show spielen. So. Boah. Also, wir haben gesagt, nächstes Jahr Tour, wenn es eine geben sollte, 10 Tage, eine Pause 2 Monate, nochmal 10 Tage, nochmal 2 Monate, 10 Tage. Aber am Stück musst du machen. Nee. Ich meine die 10 Tage. Ja, ja, 10 Tage komplett am Stück ohne Pause. Ja. Dann nach Hause. Aber wird er dann nicht krank nach den 10 Tagen? Dann? Nach den 10 Tagen wird er krank. Nee, also die ersten 2 Wochen. Also die ersten 12 bis 14 Tage. Ja, kommt drauf an. Wir waren im Sommer. Ja, im Sommer geht eigentlich. Alle fit. Wir waren die ersten 10 bis 14 Tage motiviert, fit. Wir haben so eine Leistung ab der 3. Woche bergab. Ja, wir sind halt, Tour machst du halt im Winter oder im Frühling und da bist du immer krank. So. Boah. Und im Aber Sommer wir haben ja nicht halt mal im Nightliner gepennt, ne? Wir waren noch mal, auch noch. Wir haben noch im Hotels dann gepennt. Ja, dann auschecken, einchecken, auschecken. Nachts um 4 Uhr kommst du irgendwo in Wien an, ne? Dann bist du eincheckst, halbe Stunde, 40 Minuten, Corona-Test, das, boah. Ja, aber ist ja, wir fahren ja nicht von Anfang an mit Nightlinern, weißt du? War auch zum Beispiel mit Faith war ich auf Tour 23 Tage ohne Off-Days im Sprinter. Da mussten wir auch, ey, wir sind durch halb Deutschland gefahren von einem Tag auf den nächsten. Da kommst du mitten in der Nacht erst ins Hotel nach einer Show, weißt du? So um 3 Uhr bist du im Hotel und musst morgens um 7 schon losfahren, weil du einmal quer durch Deutschland fahren musst. Da kommst du an, musst Soundcheck machen, direkt auf die Bühne und dann kommst du wieder erst nachts ins Hotel. Weißt du, das ist ja Katastrophe. Also krass, also ganze Stars, diese Welttournee-Stars, ne, die dann so 120 Länder machen oder so, das ist ja krank. Da kein Wunder, dass die auf Koks sind. Und ja, so. Und auch kein Wunder, dass die halt so Attitüde haben, weißt du, die wollen halt einen Nightliner, wo die ein eigenes Zimmer haben mit einem riesen Bett und ein Backstage muss so und so sein, weil ey, wenn du immer so unterwegs bist, dann brauchst du auch deinen Rückzugsort und so, ne? Ja. So. Und ich habe, bei mir war es ja ein bisschen anders, ich hatte ja keine Show, sondern ich bin dann so um 12, 13 Uhr in die Stadt gegangen, bis 18, 19 Uhr, also 7, 8 Stunden, musst du so eben halt reden, lachen, konzentriert sein, genau das aufnehmen, was die Leute sagen. Und dann dachte ich mir, okay, ich ruhe mich bis 12, 1 Uhr aus, gehe auf die Straße, mache mein Ding und am 18 Uhr erstmal runterkommen, was essen, vielleicht noch eine Shisha irgendwo in der Raststätte und dann einfach 5, 6 Stunden einfach ausruhen. Von wegen. Morgens um 7 wach, erstmal 4 Stunden durchgelacht. Da hat einer Faxen gemacht, da hat sich einer geprankt, da hat das gemacht. Dann kommst du erstmal schon ausgepowert in die Stadt. Dann da kommst du irgendwann 18, 19 Uhr wieder in den Tourbus, du bist einfach müde, schläfst, redest wieder, dann musst du noch das machen. Und wir mussten ja die Videos wegen dem Vlogs schon schneiden. Dann Abnahme, nee, mach das raus, mach das rein, ey, bitte änder das mal. Boah, Katastrophe. Ja, aber dieses Tourleben, das checken ja Leute nicht, die nicht mit auf Tour sind, weißt du? Ja. Dass die geilsten Sachen passieren halt nicht aufgenommen, weißt du? Wenn du mit den Leuten bist, ey, wir haben einmal so viel Scheiße gebaut, wir haben einfach Waffen gekauft. Wir haben uns gegenseitig mit Blasrohren abgeschossen und wir haben Handschellen gekauft und gefesselt und so eine Scheiße, weißt du? Blasrohren? Ja. Waren Afrikaner auf der Tour dabei? Nein. Okay. Bei mir war das Problem, was das Problem ist, war ja gut. Bei mir war ja circa 18 Stunden die Kamera an. Mhm. Das heißt, es war. War so viel Material erstmal sichten, ne? Ja, das war 18 Stunden. Also wir wirklich von morgens vom Frühstück bis nachts zum Bett gehen, war immer die Kamera dabei. Ja, weil wir haben ja 2 Leute gehabt, ja. Und der eine hat nur dokumentiert.
auch während den Drehs dokumentiert. Okay. Das heißt, wenn zum Beispiel die Kamera da aus war, plötzlich ein Spruch, der hat das aufgenommen, okay, oder irgendwas. Ja, so behind the scenes mäßig. Genau, und dann haben wir ja, glaube ich, wie viele Vlogs haben wir rausgehauen? 20, 21 Stück auf YouTube, wo man komplett, man kann einmal sehen, wie die Tour war. War aber sehr, sehr anstrengend. Ich glaube, ich habe mich 3 Wochen noch nicht danach erholt. Ja. Und dann ging es erst wieder. Ja, so eine Tour ist auf jeden Fall manchmal sehr anstrengend. So. Also nachdem wir 2 Monate unterwegs waren, war ich erstmal 3 Wochen danach so, ey, ich will gar nichts mehr machen. Ja, wenn ich seinen Terminkalender manchmal sehe, sehe seine Tourdates, denke ich mir, oh, Alter, arme Alter. Da ich jetzt 25 nicht. Städte hintereinander, ich dahin, weiß, dahin. Ich war eine Woche jetzt nicht zu Hause. Ich fühle mich auch so. Ich fühle mich wie so ein Muffin, der abgestanden ist. Aber du fährst ja noch alleine immer, ne? Ja. Du fährst ja, ja auch das, selber. Das ist ja noch. Ich habe ja zum Glück einen Bus gehabt, wo ich mich mal einfach da ausruhen und ein bisschen schlafen konnte. Du fährst das alleine und selber fahren und alles. Ah, das wäre nichts für mich, glaube ich. Ich habe auch keinen Führerschein. Klar, du hast ja keinen Führerschein, kannst du nicht fahren. Aber warte, jetzt wegen der Aufzeichnung, ne? Ja. Was hättest du denn gemacht, wenn du bei der Aufzeichnung einfach gebombt hättest? Wäre ich nicht. Das wäre so lustig. Weil, guck mal, Markus Krebs zum Beispiel, ne? Hast du diese 1Live-Comedy-Nacht da geguckt, die letzte? Der Arme. Ey, das ist wie Jerks. Ich kann das nicht gucken, ich muss die Augen. Ist er gebombt? Ja, voll. Ja, der war gut. Das Publikum war. Ja, falsches Publikum. Du kannst nicht keine Robot-Witze machen im Rheinland. Der, der hatte diesen geilen. Ein paar Dinger waren gut. Du weißt, was ich an ihm gefeiert habe, bei diesem Auftritt. Noch so richtig drauf gesehen, dass er drauf geschissen hat. Der hat sich selber gefeiert. Ja. Ne? Und dann sagt der thematisiert also, okay, das der Witz, auch. Der Witz hat nicht geklappt. Sagt ja, dann sagt er so: Ja, ach, manche Gags sind einfach nur für mich selber. Und so sagt er dann auch der Witz. Aber da war ganz. War nicht so. Nee, aber der schlimmste Markus Krebs-Bomb war beim ZDF-Fernsehgarten. Hast du das gesehen? Nee. Boah, das war so geil. Wir sind doch ein paar Tage später, haben wir den doch live gesehen. Da hat er doch noch auf der Bühne gesagt: Ach, ihr seid gut. Ich war beim ZDF-Fernsehgarten. Die waren nicht bereit für mich. Cool, die Sache ist, ich kenne ihn ja von Anfang an seiner Karriere, ne? Ja. Der hat ja 17 Jahre gebraucht, anzufangen. So, und dann, als er da mal angefangen hat, war ich ja von Anfang an dabei. Von den ersten paar Gigs, ne? Ja. Und die fand ich am geilsten. Ich bin froh, dass ich diese Zeit miterleben durfte. Ja, weil der kacke war, ne? Weil der war jetzt gebombt, der hat sich geschämt. Das war so lustig. Es waren die schönsten Momente meines Lebens. Jetzt ist er so gut geworden, jetzt gehe ich gar nicht mehr. Ich habe auch Ausreden, wenn er sagt, komm mal mit, sag ich, nee, ich habe keine Zeit und zu tun. Weil das ist nicht lustig. Ja, du kennst ja das Programm auch schon, oder? Nee. Oder machst du ein neues? Ist immer was anderes. Machst du immer anders? Ja. Nee, ich mach nicht immer anders. Lüg nicht. Lüg unseren Gast nicht an. Ich lüg unseren Gast nicht an. Aber oft ändert sich die Reihenfolge, beziehungsweise immer. Oder er vergisst Sachen. Und ich vergesse Sachen. Oder es kommen einfach Sachen dazu. Es kommen einfach Sachen dazu, die ich einfach erfinde. Ja, und aber das ist geil, wenn du spontan wenigstens sowas Crowdwork, ja. Aber was ich sagen muss, mir persönlich jetzt, was ich die letzten Mal gesehen habe, ne, er gefällt mir 100-mal besser. Als früher. Ja, weil also auf Professionalitätsbasis, meinst du? Nee, nein! Weil er genauso einfach hier ist wie im Podcast. Ach so, okay. Du bist jetzt frei quasi auf der Bühne. Du hast jetzt so. Ja, ja. Er war vorher auch schon frei, aber er war so. Ja, wie soll ich das erklären? Der war so. Auf der Bühne war der so. Man dachte so, okay, Nisa ist echt ein Deutscher. So auf der Bühne. Warum? Helge Schneider ist auch ein Deutscher. Ja, aber Helge Schneider war mehr Ausländer als er. Ja. Ja, wirklich. Der hat dann so über, keine Ahnung, mit der Oma Elsa hat er zusammen gelacht und geshakert. Ich sage, hä? Ja, was stört dich das? Oma Elsa ist Single. Hat die kein Anrecht auf jemanden kennenzulernen? Auf Liebe. Auf Liebe, ja. Aber jetzt, Feierabend. Jetzt, ja? Oma Elsa zeigt mich an. Jetzt geht der hin, da sind einfach 20 Leute, alle von einem gleichen Volk. Und der haut einen Spruch raus, dass der ganze Raum sich schämt und nur er lacht. Das ist einfach geil, Alter. Ich muss auf jeden Fall mal eine Show gucken. Ja, du musst auf jeden Fall vorbeikommen. Auf jeden Fall. Aber wie kommst du eigentlich ohne Führerschein? Kannst du das doch sagen, wie oder? Kommst du ohne Führerschein? Hä? Was? Kannst du das eigentlich schon sagen? Kannst alles sagen, was du willst. Ich bin noch frei Schnauze. Das war ein kurzer Moment. Aber die Leute werden dich hassen jetzt. Wenn du ich zitiere dich ja, du. Okay, stimmt. Er zitiert mich. Okay, also der war auf der Bühne, ganze Lade rappenvoll ausverkauft, ne? Und der hat dann seine Show gemacht und hat dann eine kurze Denkpause gehabt. Okay, und hat sich seine Schuhe auf der Bühne Ja, weil die Schuhe genau drin sind. Und dann sagt er einfach, hinten sitzen einfach 15 schwarze Brüder und 10 schwarze Frauen, ne? Schwarze Schwestern. Und er sagt einfach aus dem Nichts, boah, krass, Schwarze können sich ein Ticket hier leisten. Ich hab mich tot gelacht. Ja, du hast am meisten gelacht. Ich hab am meisten gelacht da drin. Und weißt du, das Geilste ist?
Der ganze Raum war so, ich weiß nicht, ob ich lachen. Und die 25 Leute, die haben mich auch tot gelacht. Ja. Aber richtig, wie die gelacht haben. Die haben es übertrieben gefeiert. Intelligente Leute feiern das ja. Weil die merken, dass das nicht ernst gemeint ist. Ja, und dass es mit Liebe ist. Es gibt ja, du kannst ja so Menschen verachten. Ich mach das ja auch, menschenfach. Ja. Du kannst ja bei mir jemanden lustig machen, und wo du merkst, ey, der meint das ernst, der will mir was Böses, aber ich denke, wenn du so ein bisschen Intelligenz bist, dann merkst du, dass das Liebe ist. Ich mach das ja. Ja. Ich meine, weil das Liebe ist. Nee, nicht weil. Wenn das Liebe ist, ne? Ach so. Wenn das Liebe ist. Ist das pur? Glashaus. Pur. Ich mag pur. Ich kenne nur ein Lied von denen. Welches? Das mit dem Abenteuerland. Komm mit mir ins Abenteuerland. Also vielleicht kenne ich auch mehr. Reiseland. Abenteuerland. Der Eintritt kostet den Verstand. Komm mit mir ins... Pur sind geil. Ich will mit Pur live gucken gehen. Der ist auch Prinzen-Fan. Kennst du noch Prinzen? Ja, Prinzen sind aber nice. Ja, die sind echt fresh. Die machen ja so dieses A Cappella, weißt du? Ja, die sind richtig gut. Und so. Ja, die machen einen auf Schei. Schei haben die Prinzen gebeitet, Alter. Die Prinzen sind Schei. Nee, die Prinzen sind besser als Schei. Nein. Schei haben einen guten Song. Welchen? Ja, Schei. Ja, und was mit, This is the place where you belong, ausgelutscht. Was? Deine Hose ist nass, das heißt, wie bitte? Ey, jetzt schäm dich. Nee, die Prinzen haben mehr gute Songs als Schei. Ich stehe hinter dieser Aussage zu 100%. Egal, was die Leute mir sagen. Ja, aber Schei hat This is the place where you belong. Und if I, ja, hey. Zwei Songs, die Prinzen haben 20... Givara, komm mal runter. So, der will direkt wieder in den Kampf gehen, egal was jemand sagt. Ja, die Prinzen... Bruder, voll vertrieben. Bruder, komm her! Ja, die Prinzen alle! Nein, die Prinzen sind fresh. Ja, aber Scheiße sind Weltstars. Scheiße nicht Weltstars. Doch. Die sind zu zweit in Siegburg im Ex-Hof getreten. Ich war doch da, Alter. Ey, ohne Witz. Gibt's hier nur noch zwei. Der eine ist. Aber wie sehen die denn? Der ist Dozent, die machen auch so A Cappella-Dings? Ja, die haben das erfunden. Die haben das erfunden. Die haben das nicht erfunden. Die Original. Nein. Nein. Das war so. Erfunden haben die es nicht. Das war eine schwarze Gesangsgruppe Anfang der 90er, wo es 100 gab. Silk, Jodeci, Boyz II Men, Troop. One die kamen doch. Und die waren eine von denen, die so zwei Hits hatten. Aber wenn die das zu zweit machen, dann kann ja nur einer singen und einer macht Geräusche. Ja, genau. Ja, aber die haben ja auch normale Songs auf Beats. Ach so, Prinzen haben ja, die machen ja mit dem Mund. Aber nicht alles. Prinzen haben auch, das stimmt ja nicht. Ja? Ja, Prinzen singen nicht nur A Cappella. Die haben eine A Cappella. Machen nicht nur A Cappella? Nein, wohin? Das sind die Comedian Harmonists. Du verwechselst die wahrscheinlich. Okay, kann sein. Okay, kann sein. Was hörst du noch? Die Wise Guys machen so, ne? Ja, die Wise Guys, genau. Ja, die singen nur Guys. Die Wise Guys sind auch geil. Die sind auch fresh. Ja, ist okay. Ist okay. Heirate doch, Schei! Bruder, die sind zu zweit aufgetreten und haben so Weiber aus. Ja, ist okay. Drafi Deutscher Sohn, Alter. Drafi Deutsch ist auch fresh. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam. Ja, geiler Song. Ja, jetzt findest du geil, ne? Aber ja, aber ich will nicht heiraten, Alter. Ist doch gut. Und seinen Fuß lecken, ja, Alter. Ja, aber du, Schei! Die haben das erfunden. Macht aus denen so Pioniere, Alter. Obwohl die ein Ding so. Also, ich finde auch, Schei waren größer als Freddie Mac. Yo! Absolute Ketzerei. Steinigung in Saudi-Arabien. Ketzerei, Alter. Yeah. Okay, was hörst du noch so? Prinzen, pur nicht, Prinzen? Nein. Ja, was pumpen? Ich weiß gar nicht. Was pumpst du denn so richtig deutsch? Marianne Rosenberg? War richtig deutsch? Sag jetzt nicht, dass du nicht Marianne Rosenberg hörst. Nein. Boah, das ist. Boah, wen hörst du deutsche einen, Musik überhaupt? Was bist du für ein Deutscher? Das ist Verschwendung an deutscher Haut. Russe, nicht Deutscher. Bist du Russe? Ja. Bist du Russe? Ja, ich bin so Rucksackdeutsche. Bist du ein Russe? Ja, ich bin in Moskau geboren. Also du bist ein richtiger Russe, aus Russland. Ja, ich bin in Mai. Aber du hast kein rollendes R. Ja, weil ich das gelernt habe, normal zu sprechen, Alter. Sobota, Robota. Ich mag Russen. Kannst du Russisch? Ja, ja. Aber du bist Russisch, ich dachte die ganze Zeit, du bist Deutscher. Ja, was ist das denn? Warum laden wir dich ein dann? Okay. Ja, keine Ahnung. Ziehst du es ja noch mehr runter? Ich hab deutschen Pass. Aber ich mag Russen. Ich hab deutschen Pass. Ah, du bist hier aufgewachsen. Ich bin hier aufgewachsen. Da geboren. Okay, wann bist du hergekommen? Als kleines Kind. Ja, dann musst du ja auch die deutsche Mucke kennen. Ja, klar, aber. Was weißt du? Ich hab die Schlümpf früher gehört. Schlümpfe-Kassetten, kennst du das? Ja, klar. So. Vor ein paar Jahren war ich auf einer drauf sogar, habe ich produziert. Echt? Ja, Gargamel hat aus Holz Gold gemacht. Ich mach euch zu Gold. Ich bin nach Deutschland gekommen. Ey, du bist ja voll der Star, du hast die Schlümpfe produziert. Ja. Die Schlümpfe, jeder kennt die. Nicht die Schlümpfe, Gargamel. Ja, noch krasser. Gargamel produziert. Ja. Scheiß auf die ganzen anderen Rapper, die du produzierst. Ja, ja, der Gargamel. Das ist eine Ikone, den kennt man weltweit. Meine Tante sieht aus wie Gargamel.
Nee, da war Dings. Ich bin nach Deutschland gekommen und mit diesen Schlümpfe-Kassetten habe ich ja Deutsch gelernt. Ey, ne? Jetzt ohne Spaß. Und ein paar Jahre später bin ich auf. Ey, ich mach jetzt keinen Spaß. Gargamel ist der berühmteste, den du produziert hast. Brauchst gar nicht zu überlegen. Wie meinst du? Ja, aber der deutsche Gargamel. Ich habe ja nicht international Gargamel. Aber Gargamel, den. Wie ist deine Katze? Azrael. Oder? Ja, richtig. Ja. Komm mit mir ins Abend. Aber was eine schöne Geschichte, ne? Ja. Er kam mit den Kassetten nach Deutschland, hat Deutsch gelernt und hat er irgendwann produziert für ihn. Ja, ich finde das voll geil. Das ist echt cool. Mich auch gefreut. Und wann kam der Absturz dann mit den Rappern? Das war vorher. Das war vorher schon mit dem Rappern-Absturz. Geil. Ja, wann kam dieses Downgrade? Ja. Mit den Rappern einfach. Ey, von Gargamel auf. Guck mal, was wir feiern. Der produziert einfach so Deutschrap und wir sind einfach so auf Gargamel hängen. Ja, weil das krass ist. Ich hab die auch gehört. Die haben ja diese berühmten. Was hast du nicht gehört, was nicht von den 2000ern? Die haben so Eurodance gecovert. Ja, genau, Eurodance, ja. Cut Night Joe. Cut Night Joe wollte ich gerade sagen, ja. Hast du es auch mal? Nein. Cut Night Joe, wie war das nochmal? Ich war der Schlumpf und Cowboy. Ja, ich war der Schlumpf und Cowboy Joe. Man kennt mich im Schlumpfsalon. Ich war der Schlumpf und Cowboy Joe. Yippie-Aye und Yippie-Aye. Siehst du, ich kenn den Shit. Ja, Mann. Ich wusste auch gar nicht, dass es die noch gibt. Und dann haben wir irgendwann Anfrage bekommen, so, können die den covern? Wieso, ja klar. Boah, Schlumpf ist voll die Ehre. Ja, voll. Der hat übrigens die Schlumpfine beleidigt, einmal hier im Podcast. Ich weiß. Weißt du auch, was er bis sie gesagt hat? Dass sie eine Schlampe ist. Boah, Bruder. Die kommen aus dem Ei. Ja, und dann hat sie Eier gehabt. Ich distanziere mich davon. Oh, ja, ich distanziere mich, Alter. Distanziert. Nein, die waren einfach so ihrer Zeit voraus, weißt du? Die Schlümpfe, ne? Ja. Die Smurfs. Die waren ihrer Zeit voraus. Ey, dass du die Schlümpfe. Weißt du noch? Nee, das weißt du nicht mehr. Damals, als die Schlümpfe so erfolgreich waren mit diesen Eurodance-Covern, gab es dann auch die Mainzelmännchen-Version. Und die haben dann auch so Eurodance. Aber die sind gefloppt. Ja, von denen kann ich genug nicht. Die sind gefloppt. Nee. Aber der Titelsong von Schlümpfe, war das von diesem Arthur. Nee, Vater Abraham? Kann das sein? Nein. Nee, der hat aber. Der hat einen Schlümpfe-Song gemacht, oder? Sag mal, wo kommt denn ihr hin? Ist das aus Schlümpfhausen? Aber ist nicht der Titelsong, oder? Nein. Ist einfach nur so ein Lied. Okay. Verstehe. Glaub genau, ich. Genau. So, wenn wir schon bei den Schlümpfen, was hast du denn so als Kind geguckt? Oder was guckst du heute noch? Guckst du so Animes oder irgendwas? Nee, Anime, ich gucke einfach. Boah. Also jetzt, was ich jetzt gucke, an Animes, gar nichts. Was früher, guckst du? Früher Pokémon. Jetzt guckst du gar nichts, kein Zeichentrick, nix. Doch. Rick and Morty. Rick and Murphy würde ich schon sagen. Kenn ich nicht. Auf Netflix läuft das. Soll sehr gut sein. Ich hab's immer noch nicht angefangen. Die letzte Staffel ist aber auf Sky Ticket, glaube ich. Echt? Ja. Hey, du bist einfach ein Russe. Das ist krass. Deswegen trinkst du auch Wodka jetzt. Ergibt doch alles Sinn. Ja. Ja. Deswegen verträgst du auch so viel Wodka. Deswegen wolltest du auch dieses scharfe Zeug essen, weil Russen sind ja sowieso anders. Ja, weil, Alter, Russen. Die spüren keine Schmerzen. Salz und Pfeffer. Ja, Russen, Bruder, die sind doch. Russen sind eine andere Art Mensch. Russen ist ein anderer Mensch. 2019, vor Corona halt. Warst du da? Ja. Was ging? Moskau? Ja. Warum hast du uns nicht mitgenommen? Wir werden mit dir gefahren. Wie ist der Verkehr in Moskau? Katastrophe. Ich habe gehört, das schlimmste Verkehr der Welt. Ey, da ist ein so ein Kreisverkehr. Wenn du denkst, in Paris, der ist schlimm. Geh mal dahin. Jeder hat noch Baseballschläger hinten drin. Wenn du Welle machst, kriegst du noch auf Fresse, so weißt du? Da, ich will nach Russland. Ich die Busse fahren, wie die wollen. Alle fahren einfach, wie die wollen. Ich will unbedingt nach Moskau. Ja. Ich finde das sehr, sehr interessant. Da leben sehr viele Milliardäre, deswegen passt er dahin. Da passt er da rein. Und, Ich bin aber meistens im Vorort, so weißt du? Ja, in den Suburbs so, von. Ja, und da ist dann. In den Russian Suburbs. Da ist dann ein bisschen wilder. So, ja. Mit AK-Ballern halt. Ich habe gehört. Mögliche. Kannst du machen, was du willst. Ich habe gehört, wenn Putin durch Moskau fährt. Ist einfach Ausnahmezustand. Das wird alles gesperrt, alles wie frei, der steht nirgendwo im Stau, alles wird umgeleitet. Ja klar, das ist ja halt so. Ich habe noch nie gesehen, wie er an mir vorbeigefahren ist. Also, ich habe mal ein paar Videos geguckt, Alter. Ja, aber vielleicht, wenn da irgendwie 9. Mai Parade ist oder sowas, aber noch nicht normal. Der muss doch jeden Tag dahin fahren. Also ich finde es auch gut, dass also du fährst und du hast noch einen Bezug zu Russland. Naja, ich war 2019, zweieinhalb Wochen, glaube ich, war ich da. Und 2020 wollte ich eigentlich auch dahin und da meinen Pass machen, meinen russischen Pass. Ja, das kann, also du willst einen Doppelstaatsbürgerschaft? Ja, genau, weil ich musste halt warten, bis ich nicht mehr 28 bin, weil bis 28 einschließlich könnte ich halt ins Militär einziehen und ich bin ganz bestimmt nicht so ein Typ, der dann sein Leben in Deutschland war und dann in Russland zur Armee geht, so weißt du. Boah, russische auf Armee, der Fall. Ist doch sofort. Da sterben immer noch tausende Leute jedes Jahr bei der Grundausbildung. Das ist sofort vorbei, Bruder, die Russen sind alle. Du bist irgendwo dann in Sibirien, irgendwo. Ja, oder Ukraine jetzt oder sowas an die Grenze tun mich da, weißt du. Oder was weiß ich, wo die nicht noch Syrien. Also die ganze Ex-Sowjetunion ist eine andere, ein anderer Schlag von Mensch. Das ist einfach anders, ja, die Leute. Ja, herzlich, sehr herzlich. Ja, herzlich, aber und auch sehr, Bruder.
harte Fäuste. Ja. Ey, das ist aber echt auch wirklich, also wenn du so Vorurteile hast, da werden die bestätigt, Alter. Ich kann dir gleich ein Video zeigen, ey, ich bin aus der U-Bahn raus, aus der Metro, komm hoch, da ist ein Park und zwei Penner boxen sich so, weißt du? Ja, geil, ich will gucken, okay. Geld wetten. So, sofort so geht's los. Sofort so geht's los. So Bumpfights. Bumpfights, wirklich. Ja, aber das Krasse ist, Die kämpfen nicht richtig, weil die sich auch nicht mehr bewegen können, so, weißt du? Die fallen einfach Bruder, die ganze Zeit. Bruder, das andere ist Multimillionär, Bruder, deswegen geworden, ne? Die russischen Obdachlosen, glaubt mir, die sind hier Kampfsportweltmeister. Ja. Die können richtig kämpfen. Weil, guck mal, in der ganzen Sowjetunion, die ringen, die boxen, die machen Judo, die sind, das ist anders, die Russen. Ich hab das schon immer gewusst, seit den 80s Actionfilmen, seit ich Ivan Drago gesehen habe. Ja, aber das ist ja wieder immer die bösen Vorurteile. Nein, dass das einfach Motherfucker sind, die Russians. Wenn ihr Bock habt, Alter. Was? Kommen wir zusammen dahin. Ich mach eine Special-Folge mit Cheyenne in Moskau. So irgendwo, dass man das Hintergrund sind, und dann nennen wir die Folge die Russen. Einfach einen neuen Podcast machen, neue Firma gründen. Ja, aber wir posten das erst, wenn wir aus Russland wieder kommen. Sonst nicht, selbst ich stehe und sage, ach scheiße, auf alles. Da erst, wenn wir hier sind. Ja. Wollen wir mal mit ihm gehen? Ja, ich schwöre, ich würde Moskau echt gehen. Safe. Russen. Ich hab Bock. Und ich würde dir auch da erzählen, dass ich ein Russe bin. Ja, weil mir dieses auch glaubt. Ne? Nein, aber der könnte. Nee, weil ich wäre aus irgendeinem Ex-Sowjetland. Ich würde sagen, ich bin aus Usbekistan. Der könnte einfach sagen, der ist. Aus Usbekistan? Nicht doch. Nee, die haben schon so ein bisschen. Kirgistan. Die haben so aber spitze so, Augen. Ja, ich bin Kirgistan. Armenien oder so, kannst du sagen. Ich bin halb Kirgistaner. Nein, Armenien, da kommen die Katechismen her. Ich will mit denen nicht assoziiert werden. So, aber du kannst da locker durchgehen. Ja, klar, könnte ich locker durchgehen. Guck mal, der könnte als Iraner durchgehen. Weißt du warum? Ich bin der perfekte Schläfer. Mal, die Nafris haben so eine Chamäleon-Genetik. Die passen sich immer an, dass man die nicht erkennt. Das ist ihr Nein. Style. Doch. Der kann doch kein Deutscher sein. Doch. Der lebt daneben lang hier in Deutschland, aber er hat sich nicht angepasst, das Chamäleon hier. Doch. Doch, der hat sich angepasst. Du siehst gar nicht aus wie ein Deutscher. Oder du wolltest mich gerade schlagen wegen dem Prinzen. Was ist das für eine Anpassung? Der hat sich so angepasst. Aber in Russland könnte er rumlaufen und sagen, er ist ein Ex-Sowjet-Dingsbums. Ja. Und alle würden sagen, ja. Ich bin aus Kirgistan. Und was würdest du im Iran sagen? Im Iran sage ich natürlich, dass ich Iraner bin. Und dass ich Liebe. Die Sprache nicht kann. Ja, aber du hast schon echt, ne? Was machst du? Du willst sogar in Südamerika rumlaufen. Ja, klar. Ich sehe doch aus wie so ein Bosnier. Ich habe die iranische Regierung, einer davon, sieht dich auf der Straße. Ja. Und sagt, ey, der gefällt mir, der ist ein cooler Typ, der ist lustig, der hat viele Zähne, kennen wir hier nicht. So, und dann lädt er dich ein. Dann lädt er dich ein und sagt, der ist cool. Du bist ja auch so ein höflicher Typ. Ja. Du gehst da hin und sagst, Salam, Rubi und so, ne? Und dann sagt er so, ich lade dich zu mir in mein Präsidentenhaus ein. Ja. Zu meiner Familie mit meinen Kindern. Ja. Ich will dir die Ehre erweisen. Der iranische Präsident? Ja. Ja. Wie heißt der? Ahmadinejad? Nee, den gibt's nicht mehr. Schade. Und da gibt's Schubsi Hapsi. Ja. Dann würde ich sagen, ich esse nur Schubsi Hapsi von Haji. Oh, fast ein ganz großes Fehler gemacht. Ich esse nur Schubsi Hapsi von Cheyennes Vater. Dann sagt er, aber es ist unhöflich, was du hier machst. Sag ich ja, aber wenn ich Champion Schubsi Hapsi essen kann, esse ich bestimmt nicht so ein zweitklassiges Schubsi Hapsi an. Bei Iraner kannst du das nicht machen, das Essen nicht annehmen. Ja. Ein Kumpel, der ist immer so auf Weltreise und sowas, der war schon in voll vielen Ländern. Und der ist gut! Und der ist, als er im Iran war, der ist halt durch die Berge da gegangen und sowas, weißt du? Und dann hat er so einen Typen da getroffen, der auf dem Berg wohnt. Und der hat ihm dann gesagt, so, ja ey, ich lade dich zum Essen ein. Und dann saß er in seinem Zelt mit dem. Und der hatte einfach einen Wasserkocher und Ziegenleber. Und hat dann einfach die Leber in den Wasserkocher gemacht, hat das einfach gekocht und dann musste er das essen. Ja, aber Ziegenleber würde ich auch essen. Wasserkocher gekocht, ohne Gewürze, ohne alles? Ja, Ziegenleber, Alter. Ich esse Leber, Schafsleber. Ziege. Okay. Warum nicht? Ziege ist auch nur ein Tier. Alter, das schmeckt doch ekelhaft. Hast du Ziegenleber gegessen, dass du das sagen kannst? Nein, aber ich habe Ziege schon gegessen. Und wie schmeckt die Leber? Wie schmeckt eine Ziege? Ja, nach, keine Ahnung, Stroh, Füße. Nein, schmeckt. Und ein bisschen Fleisch. Wenn das gut würzt und so. Ja, wenn du gut würzt, schmeckt alles gut. Würdest du Ziegenleber essen? Ja, klar. Gekocht im Wasserkocher. Ja, aber wie Wasserkocher? Das wird ja auch normal auf dem Herd gekocht mit Wasser. Ist ja egal, ob es ein Wasserkocher ist oder ein Herdwasser. Ich esse Ziege. Ich habe Ziegenleber. Ja, Ziegenleber. Ich hab Schafszunge, Schafsniere. Niere war das, nicht Leber, Niere. Oh, wie schlimm, ja klar. Ich hab Schafszunge, Schafsauge, Schafshirn. Ja, aber das schmeckt ja. Hirn schmeckt. Dein Cousin hat doch in Wuhan die Fledermaus gegessen. Ja. Ey, Bruder. Schaf, Ziege, ich unterscheide da nicht. Das ist doch das gleiche Tier. Schaf und Ziege. Hund und Katze auch? Hund und Katze?
Bruder, der Typ ist doch durch. Wo wir in Kroatien waren, hat er sich mit so einer Ziege angelegt, Alter. Ziege oder ernst? Schaf? Mit einem Schaf? Ziege oder Schaf? Was war das? Schaf oder Ziege? Ziege? Das ist mit einer Ziege gestritten. Aber mit Hörner so eine Ziege? Nein, gestritten. Nicht im Ernst, aus Spaß, haha, für Podcast. Gestritten. Gestritten. Erwachsener Mann streitet sich mit einer so Ziege. So gekämpft? Nein, die Ziege macht irgendwie mehr. Der so, was? Mehr, immer mehr. Die hat wieder mehr gemacht, dann sagt er so, ey, die fuckt mich ab und so. Dann sag ich, Bruder, das ist eine Ziege, bist du durch? Steig mal ins Auto. Wer hat mehr gemacht? Die Ziege. Okay. Und dann, ich sag, steig du mal ins Auto und sagte, nein, die fuckt mich ab. Bruder, die hat doch so geguckt die ganze Zeit, um uns anzusehen. Das hat mich aber ey, du weißt, dass Ziegen nicht, wenn die so gucken, die gucken so, ne? Ja, das hat mich ja aufgeregt. Hat er dich so angeguckt oder hat er dich so angeguckt? Weil er nicht so direkt war. Auf komisch, und er dachte, ich sehe das nicht. Und dann hat er gesagt, warum guckst du jetzt nicht mehr? Was ist los? Und so. Das ist wieder gestritten. Und dann, wir steigen ins Auto ein, ne? Der hat auch einen sehr legendären Spruch auf diesen Berg gebracht. Das war der legendärste Spruch, aber den kann man nicht erzählen, weil sonst ist echt der Vorhang zu. Dann ist wirklich der Vorhang zu. Okay, dann weil dann werden wir in eine ganz bestimmte Ecke gedrängt. Also der Vorhang ist zu. Okay. Der Vorhang ist wirklich zu. Sag ich euch später privat. Guck mal, nicht mehr ich würde diesen Spruch hier sagen. Ja. Wirklich. Auf jeden Fall, wir fahren dann in die Stadt wieder. Der hat einen legendären Spruch gebracht. Wir fahren in die Stadt zurück. Und ungelogen, ich will jetzt nicht wegen dem Podcast hier so Show machen. Was ist los? Ja, warte, erzähl weiter. Es wird krass, ich bin ganz verwirrt. Ja. Was passiert? Das ist von meinem Vater, das Schwert. Das ist gigantisch verändert. Was denn gefallen ist? Ich schwöre, ich soll sterben, wenn ich lüge, das ist nicht von meinem Vater. Ich hab schon mit die Rippe eingeklemmt. Das ist das T-Shirt von meinem Vater, ich schwöre dir. Ich schwöre dir, das T-Shirt von meinem Vater. So, auf jeden Fall, er hat sich 15 Minuten noch über diese Ziege aufgeregt. Aber ernst. So. Ernst, also nicht die hat uns anvisiert, die hat so komisch geguckt. Ich guck mal, ob ich noch ein Video habe. Er war wirklich sauer. Aber nicht so, dass er es sehr gut gespielt hat. Nein, er war sauer. Wütend auf eine Ziege. Ja, ich guck mal, ob ich das noch hab. Hier, ich hab das noch, guck. Ja, du darfst den Sound, weil ich glaube, ich sag komische Sachen da. Warte. Bruder. Guck mal hier, was für eine Landschaft du bist. Oh, was für eine Landschaft, voll Warte mal, wo war das? Cheyenne, pass auf den Ton auf. Hey. Guck, wie abgefuckt der ist. Wann war das? Welche Frisur ist das? 2018, am 11. Juli. 2018, ich kann bei Nacht sehen. Da hat er sich aufgeregt. Wie eine Ziege, ein erwachsener Mann. Guck mal, ich bin bei Tieren nicht so der Unterdrücker. Aber nur bei Tieren. Ja, Tier ist ein Tier. Würz das, brat das, ich stopf da rein. Ich habe auch schon. Auch Schwein? Nee, Schwein geht nicht. Weil er Veganer ist. Genau. Ich bin Jude, deswegen esse ich kein Schwein. Okay. Ja. Ist nicht koscher genug. Ich esse nur koscher und nicht Schwein als Jude. Okay. Ja, weiter. Du, alle Tiere sind für dich gleich, außer Schweine. Ja, außer Schweine. Gibt's für dich ein hässliches Tier, wo du sagst, boah, das ist schon hässlich? Pferde, Alter. Was findest du an Pferden so hässlich? Ich finde Pferde auf jeden Fall nicht so. Es gibt so eine TikTokerin, die sieht aus wie ein Pferd. Also bei Pferden ist auf jeden Fall... Ich sehe ein Pferd und denke mir so, schäbig. Was? Schäbig. Aber alle was Tiere, ist die so. Schäbig. Ja, achso, schäbig. Aber warum? Was stört das so? Das langgezogene Gesicht oder. Aber auch so pferdeähnliche Tiere, Esel, Kuh. Esel sieht ein bisschen lustig, aber meistens sehen die auch scheiße aus. Und Kuh? Ja. Ist ja auch so eine Art Pferd. Ich finde Kühe hübsch oder was? Nein, keine Ahnung. Und ein Reh? Reh ist grazil und so, weißt du? Das hat Reh ist so ein schönes Tier. Boah, und wie verliebt der ist! Ja. Und Reh sind auch süß, wenn die klein sind, weißt du? Ja, schmeckt auch gut. Schmeckt gut, ja. Hm. Aber so ein Babypferd ist genauso wie ein Großpferd. Das stimmt. Ja. Okay, aber was... Oder habt ihr schon mal Taubenbaby gesehen? Nein. Ein Taubenbaby? Ja. Ich wusste gar nicht, dass die Babys haben. Ja, ich habe auch nur ein Nest gesehen von denen. Ja, ne? Einfach so, die sind da. Doch, die sind immer bei den Pennern am Hop. Wie sieht ein Taubenbaby aus? Ich habe nur keins gesehen. Es sieht genau aus wie eine andere Taube, glaube ich. Wollen wir das wissen?
Also warum so aggressiv? Im Internet, so im Internet steht, es gibt, das ist ein Roboter. Der tut, als ob er so ein Vogelforscher ist. Ja klar, ich liebe Vögel. Ja. Im Internet steht, Tauben sind Roboter von der Regierung. Yo. Wir müssen mal eine aufschrauben, gucken, ob Akku hat. Aber was findest du an so einem Pferd so hässlich? Es gibt ja auch so Keine Ahnung. Komplett schwarze oder weiße Pferde. Ich habe jetzt noch nicht so viele Pferde in meinem Leben gesehen. So. Aber ich sehe die und denke mir so, keine Ahnung. Aber wenn Zorro auf so einem Pferd reitet oder Indiana Jones, feierst du das nicht? Nein. Bist du ein Filmtyp? Ja. Von was für einem Film reden wir? Das große Krabbeln. Ich liebe den Film. Geiler Film. Das sind diese zwei Russen sind, Chivap und Chichi, diese Kellerhasseln. Sind das Russen? Ja. Ja? Ja. Was feierst du noch so? Ach, kein Interstellar und sowas. Die so Weltraumzeugs. Hast du Gravity geguckt? Ja. Der war geil. Warte, das ist ja mit Sandra Bullock, ne? Ja, genau. Und Josh Clooney. Josh Clooney ist doch Platz 2 seit Shine berühmt ist auf Sexiest Man in Life Liste. Okay, Shine, jetzt hast du wieder die Möglichkeit. Ich glaube, das ist so diese neue Folge. Ja, warte. Aber du bist ein krasser Filmfan, ne? Boah, Shine. Guck mal bitte. Jedes Mal klappt's nicht. Guck mal bitte Kill List. Kennst du den Film? Kill List? Ja. Worum geht's da? Um das sind Liste, so zwei Ex-Militärtypen und das ist so, keine Ahnung, Thriller, Psycho, bla, keine Ahnung was. Kill List? Mhm. Keine Ahnung. Muss dir mal bitte angucken, weil keiner versteht den Film so. Das ja, Ende, du guckst den Film. Das ist über diesem Denzel-Film, den ich mit ihm geguckt habe, wo er eingeschlafen ist. Boah, was eine Lüge. Wie, was eine Lüge? Du bist eingeschlafen. Nein, du bist eingeschlafen. Welche? Denzel. Dieser Equalizer 2 oder was? Nein. Bist du so ein Tesafilm-Abreißer? Tesafilm? Aber das hat ein Wort, ne? Wer ist das Ding? Wenn ich das wissen will, hättest du dann gesagt. Tesaspender. Geil, das ist auch cool, Papa. Ja, muss sagen. Okay. Du hast Pferde? Ich hasse die nicht, ich finde die nur nicht cool. Okay. Aber warum? Hast du mal die Zeit genommen, eins kennenzulernen? Vielleicht änderst du. Ja, keine Ahnung. Vielleicht änderst du denn meine. Hast du die weißt Zeit was, genommen? Weißt du, was auch sinnlos ist? Ja. So Aquarium mit Fische. Warum? Ja, finde ich auch. Das ist voll beruhigend. Hast du nicht Findet Nemo gesehen? Die leiden da drin. Das ist Knast. Hä, hey, Findet Nemo ist im Meer. Nein. Aha, hast du auf cool gemacht, jetzt voll verkackt. Ist der Vater nicht später mit denen im Aquarium, die versuchen auszubrechen? Alter, ich war 7, als der Film rauskam, oder? Ja, stark. Genau. Und da sieht man das. Jetzt kommt diese GTA Waste. So, deswegen, die Fische, die leiden da. Die leben im Meer. Unbegrenzt, dann tust du die in so einen Kasten. Und dann sagen irgendwelche Klugscheißer, ja, der Fisch checkt das nicht. Was hast du denn geredet, Alter? Ja, aber Fische sind halt einfach dumm. Wer weißt du das? Nix. Nein. Guck mal, wenn du einen Hund hast, Hund ist cool, der chillt, der hat einen Charakter. Genau, und der ist fresh, der spielt nicht FIFA. Ich spüre hier so etwas, ein bisschen Tierhass. So, ja. Nein, nein, ein Hund ist cool. Du bist ein Fischrassist. Nein, ein Hund ist nice, weißt du, der gibt dir was zurück und sowas, weißt du. Aber Fisch, Bruder. Wie Fisch? Ein Fisch? Du kannst du nicht mal Tricks beibringen, gar nichts. Nein, das stimmt nicht. Hast du nicht Aquaman geguckt? Die haben Gefühle. Hab ich okay, warte mal. Nein, ist doch egal. Findest es geht um Ungerechtigkeit. Ja, ob der dumm ist. Dumm sind? Okay, darf ich oder sagst du, es ist unnötig oder sagst du wegen. Warte, also darf ich einen dummen. Ja, warte, darf ich einen dummen Menschen in den Knast sperren? Weil der ist ja dumm. Hä? Was? Hä? Nein, ich sag, Fische soll man gar nicht halten. Das macht keinen Sinn. Ja, genau. Okay, was macht doch keinen Sinn? Katze? Ah, ja, eigentlich macht Katze auch keinen Sinn. Weil Katze braucht dich ja nicht. Die macht ja alles selber. Eigentlich macht Katze auch keinen Sinn. Okay, Hund macht Sinn. Hund macht Sinn. Liebe, ja. Zuneigung. Ja. Okay. Sex. Vögel macht nur Sinn, wenn du die auch so reden können hast und so, diese Schlauen. Papagei. Ja, nicht nur Papagei, gibt auch so Wellensittiche, die können dann so mit, die können nicht richtig sprechen, aber die sprechen dir so Töne nach. Okay, Fisch findest du unnötig. Ja. Was gibt's noch? Würdest du dir so einen Tiger halten? Nein, das ist eine Katze. Das stimmt. Okay, Löwe? Das ist eine Katze. Das ist ein Hund. Spaß. Okay, würdest du dir einen Schimpansen, mit dem kannst du was anfangen? Ja, auf jeden Fall, aber das ist ja nicht Haustier, das ist ja ein Kollege dann. Ja. Würdest du den Tintenfisch weißt du, halten? Nein. So, mit so 8. Aber die sind schlau, ne? Ja. Aber ich glaube, die sind mies abgefuckt. Oh, ich krieg Gänsehaut. Die sind mies abgefuckt, die sind ja voll, die haben ja voll das Riesengehirn oder so. Ja, genau. Ja, und dann und hast du die in so einem Dings da, in so einem Wassertümpel. Ja, und die schmecken übertrieben. Was mit Wal? Ist auch ein Fisch. Nein, ist ein Säugetier. Oh, Scheiern! Warum sagst du immer, dass der dumm ist, wenn ich mit dir privat rede? Für mich ist das ein Fisch, der sieht aus wie ein Fisch. Aber das ist ein Säugetier. Du bist jetzt absolut kein Tierfreund, höre ich raus. Ich bin ein Tierfreund, aber halt nur von den richtigen Tieren. Okay, sag mal. Aha! Zähl mal 5 richtige Tiere auf. Würdest du sagen, ein Fisch ist kein richtiges Tier? Warum essen Vegetarier
Fisch? Nein, ist ein richtiger Vegetarier ist kein Fisch. Das sind diese Fake-Vegetarier. Aber die meisten Vegetarier und Veganer sind fake. Die tun so, fallen immer deswegen. Okay. Wenn du ein richtiger Vegetarier bist, isst du kein Fisch. Aber Pflanzen sind doch auch Lebewesen. Ja, ach, deswegen sind die doch, labern doch nur Scheiße, diese Veganer und Vegetarier. Okay, sag mal deine fünf Favorites von den Animals. Boah. Wo du sagst, Hund ist dabei? Hund auf jeden Fall eins. Ja, okay. Warum Hund? Es gibt verschiedene Hunde. Es gibt Menschen. Es gibt lebensgefährliche Hunde. Mein bester Freund ist ein Hund. Mein bester Freund ist Cheyenne. Ja. Und ich bin manchmal ein Hund. Ja, und das mit dem bösen Hund, das ist immer wegen dem Herrchen, nicht wegen dem Hund. Sein Hund hat mich mal angegriffen. Das Nein, hat er nicht. Der wollte dir Hallo sagen und du hast Angst Jawohl. Gehabt. Jawohl. Wieso glaubst du ihm? Das ist wahr. Ey, glaubst du ihm? Das ist ein Familienhund. Ey, denkst du, ich bin doch ein Typ, ich bin sachlich immer. Mann, du bist trotzdem... Nafri und der Kratzer. Geil. Ja. Der hat sich ganz kurz gebremst, hast du es gesehen? Ich finde das asozial, dass du meinen Hund nicht respektierst. Ja, weil der mich angegriffen hat. Der hat dich angegriffen. Ich hab das Familienhund, der spielt mit dir nur, wenn er hochspringt, ist er so groß wie du. Ich hab das doch so empfunden. Ich habe Angst gehabt. Empfunden? Nein. Todesangst? Empfunden. Nein, da kannst du auch nicht sagen. Gefahr. Und hier dieses Snitch, wo ich dann seinen Hund anzeigen wollte. Ne? Da war der nicht mehr so snitchy drauf. Okay, was wolltest du sagen? Das war ein guter Aspekt, hat dich aber unterbrochen. Achso, empfinden? Du empfindest das so. Dann ist, aber wenn du einen Witz machst und einer empfindet das als beleidigend für ihn, dann ist das ja auch Dings, auch wenn du es nicht so gemeint hast. Ja. Also bist du jetzt der Rolle von Hund jetzt, Alter. Nein, aber wenn der eine sagt, ich habe ihn beleidigt, dann habe ich ihn ja auch beleidigt. Ja. Aber wenn du sagst, ich habe es empfunden, dass er mich beleidigt hat, hat er dich ja nicht beleidigt. Nee. Hä? Ja, und er hat dich ja nicht angesprungen, der Hund. Der Hund wollte dir Hallo sagen. Ey, du warst doch gar nicht dabei, du tust, ob du dabei warst. Ja, aber ich weiß doch, wie sowas abläuft, Mann. Ich kenne viele Hunde. Ja, ich weiß, du bist in der Rap-Szene. Ich kenne viele Kanaken und ich kenne viele Hunde, weißt du? So, ich kenne viele Kanaken, ich kenne viele Hunde und ich weiß, wie der Großteil auf den größeren Hund reagiert. Mann. So. Nein, ich hab gar nicht diese Hundeangst. Ja, manchmal kommt ein kleiner Chihuahua, der springt die Couch hoch und die springt weg, Alter. Ich hab so wie Bruce Lee bei Todeskralle so eine Dreierriss von seinem Foto. Nein. Wo will der das wissen? Guck mal, erstmal hast du dein Shirt vom Kicker gehabt, der keine gute Qualität hatte, ja? Bis du ein anständiges Shirt mal danach bekommen hast, war ich nie danach zurückgekriegt. Du hast mir geschenkt. Hab ich nicht. Na doch, hast du dich einfach totgeschwiegen. Nein, das hast du mir geschenkt, ich schwöre, ich weiß es. So, der hat sich gefreut, mit voller Liebe. Der hat seinen Schwanz gewesen. Der hat's dir erzählt. Nee, aber man sieht ja, es gibt ja Anzeichen von einem Hund, wo du weißt, er hat Freude. Das ist der Hundeprofi geworden. Das ist so, du kennst deinen eigenen Hund so. Ja, du kennst den. Der hat mir auch danach gesagt, der war enttäuscht, weil du zu weil du so respektlos zu dem warst. Du hast ihn ja ignoriert. Und weißt du, wie er dann noch versucht hat zu streicheln, so. Ja, der ist lebensgefährlich, dieser Hund. Nein. Der ist so groß wie so ein Labrador oder was? Das ist ein Labrador mit Golden Retriever. Langer oder kurzer? Gibt's auch einen Silver Retriever? Guck mal, ich zeig ihn dir jetzt. Gibt's einen Silver Retriever? Der zeigt jetzt so ein Bild, wo das riecht so. Keine Ahnung. Nee, gibt's nicht, glaube ich. Guck mal, ich zeig dir jetzt. Das ist bestimmt so voller Liebe. So ein richtig Familienhund, voll nett. Nein! Und Isaac kommt und sagt: Sein Hund hat jemanden ermordet! Lüg ich! Ja. Hat er nicht einen anderen Hund totgebissen? Hat er? Warte, hab ich was Hat Kumi direkt ablenkt! Ja, dein Hund ist ein Mörder, der wird von der Justiz gejagt! Ja, guck mal, richtig lieber Hund. Guck, sieht man ist doch. Ist der das? Ja. Hä, wieso sieht er da so klein aus? Brudi, du bist. Ist der ein Crip oder warum hat der so ein blaues Bandana? Du bist nicht der Größte, Alter. Der ist voller Liebe. Aber der hat einen Hund getötet schon. Das war ein Unfall. Wegen Stock haben die gestritten. Alles war Unfall. Nein. Zufällig? Ich war nicht so, der Hund war Unfall. Alles stimmt nicht. Yo, sind wir jemand verurteilt? Ja, weil du den immer gut redest. Ja, weil du übertreibst. Das ist nicht gut. Also beide Situationen stimmen nicht. Nee, das habe ich nicht gesagt. Deine Situation stimmt nicht, ja, ganz klar. Okay, alles, was ich sage, stimmt nicht. Nein, das stimmt, habe ich nicht gesagt. Das mit dem Hund, die Situation stimmt nicht. Doch diesen Hund? Ja, hatten wir auch einen schon mal. So, auf jeden Fall, die haben gespielt und dann hat der Kleine, das war ein Chihuahua, hat den gekratzt beim Spielen und dann aus Reflex kurz so gebissen und dann wieder losgelassen. Ja. Aber es hat schon gereicht. Ja, ist bei uns war auch ein belgischer Schäferhund und dann war so ein kleiner Prager Rattler, ist so ganz klein und der hat einen Stock genommen und dann wollte der andere den Stock haben und dann hat der einmal so. Und dann war auf einmal so gespielt. Das ganze Kopf durch so. Ja, okay. Das war Spielen. Ist halt ein Spielunfall, Mann. Hast du nie gespielt mit deinen Kollegen? Auf einmal hat einer ein Loch im Kopf und müsste ins Krankenhaus gehen? Boah, gut. Das ist genauso. Ey, du bist heute stark. Das ist aber keiner gestorben. Ja. Wären die schnell beim Tierarzt gewesen? Genau, das ist eine sehr gute Argumentation. Wären die schnell beim Tierarzt gewesen mit dem anderen Hund so? Genau. Ja. Nein, ist auf der Stelle gestorben, verreckt, weil sein Hund ein Profi ist. Das musst du genau sagen. Der ist halt ein Profi, ja. Das Hitman. Welche Tiere wachsen noch? Achso, stimmt, die fünf Favorites. Boah, ey, ich brauche eigentlich so ein Buch, wo ich erstmal durchzählen muss. So. Ja. Okay, auf komm, wir hauen mal ein paar Elefanten. Eichhörnchen. Elefant, Baba.
Also Elefant Platz 1. Elefant, nein. Hund ist 1. Hund 1, Elefant 2. Ja. Okay. Eichhörnchen? Ja, Eichhörnchen ist eigentlich auch ganz cool. Koalas? Hm. Krokodile? Giraffen? Warum? Nein. Was gibt's noch? Irgendwas, was so vielleicht Nutzen hat, so weißt du? Nutzen. Affe? Ja, Affe safe. Okay. Alle Arten von Affe. Okay, haben wir 4. Letzte. Gorilla auch? Gorilla auch, ja klar. Okay, was haben wir noch? Kannst du mal auch ein Tier sagen? Sag doch mal eins. Regenwurm. Regenwurm? Der hat doch keinen Nutzen. Mhm. Ja, kannst du angeln. Oh, stimmt. Gehst du angeln? Ich habe keinen Angelschein, aber in Russland gehe ich immer. Ja, weil da brauchst du keinen Pass. Angelschein ist alles klar. Ja, ich mache halt keine Scheine, so, weißt du? Ich mach keine, du machst nichts, was legal ist. Ja, also wir haben es verstanden. Okay. Ein Regenwurm, ne? Sieht er mit beiden Enden ja, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist. Aber du kannst ihn ja auch in der Mitte teilen, dann laufen eben noch zwei auf einmal. Ja. Echt? Ja. Ich glaube, ja. Sind es dann zwei Persönlichkeiten oder immer noch der gleiche? Ich glaube, die haben keine Persönlichkeiten. Ich glaube, die essen einfach nur Dreck. Boah, das ist so sehr herabblickende Welt. Ja, der ist so voll der Tierfeind irgendwie. Ja. Was? Was essen die denn sonst? Die essen nur Dreck. Nein, die essen Erde. Ja, Dreck, Erde. Erde ist Gottes Geschenk. Und Dreck? Ich weiß gar nicht, warum können die überhaupt leben? Die haben keine Augen, kein nix. Das es gibt doch auch. Es gibt doch behinderte Menschen, die nicht gucken können. Und ja, können. Aber die wird ja erklärt. Weißt du, wie erklärst du denn einer, der blind, taub und stumm und querschnittsgelähmt geboren wird? Ja. Yo, ja. Alle. Armageddon, alle. Ich da weiß nicht. Keine Ahnung. Ja. Da kann ich dir auch nicht helfen. Na, das gibt's aber nicht. Oder? Alles auf einmal. Bruder, Blinde sind Superstars geworden. Stevie Wonder. Ja, ist klar. Auch so ein Regenwurm. Ja, aber guck mal. Aber der hat ja nicht nur Erde gegessen. Ja, der muss Stevie Wonder ist ein Regenwurm. Ja, warte. Oh, Mann. Weißt du? Ja. Heute machst du ein paar zwei extra Runden. Ja. Guck mal. Die Bonus. Warte. Aber Stevie Wonder muss ja gefüttert werden, sonst wüsste er ja auch nicht, was er isst. Ja, aber der kennt ja seit der Kindheit irgendwann so die Geschmäcker. Und dann sagen die, was willst du essen? Und er sagt, ich will das und das essen. Was willst du und Stevie Wonder gemeinsam? Du kannst beide kein Auto fahren. Warum? Vielleicht konnte der. Du weißt doch nicht. Das ist schon krass. Woher weißt du das denn? Weil der ist als Kind blind geworden. Und woher willst du wissen, dass ich nicht fahren kann? Nee, Stevie Wonder ist blind geboren sogar. Ich darf nur nicht. Ja, du darfst nicht. Stevie Wonder darf auch nicht. Vielleicht kann der auch. Vielleicht. Ja. Ja. Es gibt doch diese blinden Samurai. Welche? Und so blinde Tennisspieler und so gibt's ja. Ja, das stimmt. Vielleicht kann der fahren mit seinen Supersensoren. Vielleicht darf der mit einem Tesla fahren, der selber, Dings in den USA. Selber. Würdest du so einem Tesla vertrauen? Ja. Ich nicht. Ich würde mehr vertrauen als mir. Ja, okay, das ist ein Argument. Würdest du das machen? Würdest du einfach auf Start drücken und einfach so, ja, der soll fahren? Nee, niemals. Ich trau keine Maschinen, weil ich Terminator geguckt habe. Und iRobot. Und iRobot. Aber iRobot ist Rotz. Aber alle wichtigen Daten auf dem Handy gespeichert, so, ne? Ja. Ja, das ist ja auch egal. Musst du auf Zettel schreiben. In Notizblöcke. Ja, genau, so wie damals. Ey, damals hatten die einfach kein Licht. Die mussten so Kerze anhaben. Wenn so eine Kerze aus war, das war einfach dunkel. So abends. Konntest nichts gucken. Ja, okay, warte. Erst kam Kerzen, dann kam Öl, ne? So diese Öllampen. Oder waren die Vorkerzen da? Nee, ich Kerzen zuerst. Nee, ich glaube Öl. Also ich glaube Öl. Öl haben die schon früher gefunden. Die mussten Wachs musste erstmal machen. Ja, aber da musste immer dieses Feuer brennen, damit die Licht haben. Sonst ist einfach alles dunkel. Ja, aber so haben die halt früher gelebt. Krass. Ja. Überleg mal, im Winter war so drei Stunden am Tag haben die so Licht gehabt. Rest war immer dunkel. Die ja, und so die können ja nicht so viele Kerzen gehabt. Das ist genauso wie in dieser schwedischen Nordstadt. Nee, Alaska oder so, ja, wo so eine Sekunde am Tag. Ja, ja, aber dafür gibt es auch Tage, wo einfach nur die Sonne scheint so. Ja, ja, sechs Monate ist hell und sechs Monate ist dunkel. So richtig behindert. Ja, ja. Stell dir mal vor, es ist einfach ganze Zeit hell. Morgens, abends, nachts. Hell. Kann ein Regenwurm sich mit einer Ameise paaren? Ich glaube, das geht genetisch nicht, nein. Warum? Also genetisch geht heutzutage einiges. Ne, ich glaube, das geht nicht. 2020, weil mit Ameise, da muss ja der Regenwurm die Königin befruchten und die muss dann einen neuen Wurm-Ameisenhaufen machen. Und dann, guck mal, ich fädel das ein und dann kommt die erste Regenwurm-Ameise raus. Und dann, was kann die? Die kann so viel wie eine Ameise und wie ein Regenwurm. Wie ein Regenwurm. Also ja, kann die das gleiche wie eine Ameise. Ja, die ist best of both worlds. Die ist so beides, wie Cheyenne. Das ja, ist Europäer aber und Iraner. Das bringt der Ameise ja nichts, weil die Ameise, die mit Regenwurm gekreuzt ist, kann ja nicht mehr als vorher.
So. Was nochmal? Die Ameise kann ja nicht mehr als vorher dann. Doch, die kann die so kriechen ja. Und die kann man in zwei teilen, dann gibt es zwei Ameisen drin. Okay, das ist okay. Boah, ich bin krass. Boah, du bist heute stark unterwegs. Ja. Du sollst Biologe werden. Genforscher. Mhm. Ich finde, man sollte mehrere Sachen kreuzen. Auch immer die Sachen, ja, das passt nicht, das geht nicht. Warum? Lass sie doch ausprobieren. Ich will, dass ein Nilpferd ein Kind zeugt mit einem Chihuahua. Könnte komisch aussehen auf jeden Fall. Ja. Aber dann, was ist männlich, was ist weiblich? Das ist ja heutzutage egal. Ich glaube, das bei Hunden ist ja auch so, das geht nicht. Der große Hund kann nicht kleinen Hund schwängern, weil sonst Doch. Der kleine platzt. Na, ist so. Ja, ist so, du kannst keinen. Du kannst keinen, so ein du kannst, ey, du kannst keinen Labrador auf einen Chihuahua lassen. Aber natürlich Warum? Geht das. Nein! Natürlich, du kannst ja auch keine fette Frau auf einen dünnen Mann lassen. Gleiche alle. Nein, aber du kannst nur. Der größere Hund muss Dings. Muss weiblich sein. M&M's. Muss weiblich sein. Weil sonst, überleg mal, da kommt aus ja, so einem Chihuahua okay. ein Welpe, der größer ist als okay. der Chihuahua, der wird ja ausgehöhlt von ihm. Und wenn ein Chihuahua so einen großen Hund schwingert, dann ist doch voll viel Platz drin. So klein. Ey, das ist so ekelhaft. Ja, aber das geht wenigstens, weißt du? Nein, dann kann er ja immer so das Baby im Körper hin und her bewegen. Ja, da kommen halt 12 raus anstatt ein. Das muss gehen, weil Hunde sind doch nein, gleich. Nein, ey, die. Guck mal, bei Chihuahua. Also Hunde entstehen doch immer 8-7 Kinder oder so, ne? Ja, aber. Wie bei Nachfries. Bei Chihuahua kommt so ein Dings raus, Alter, so ein Welpe. Und bei Labrador kommt das doch schon so auf die Welt, Mann. Wie willst du einen Chihuahua so einen Hund reinstecken? So? Geht doch nicht. Das ist asozial. Ich schwöre, der platzt. Der platzt nicht. Ich schwöre, der platzt. Also, platzt nicht. Doch. Boah, das ist wenn, kein du Luftballon, Alter. Wenn du mit einem Labrador. Ja, das ist von innen. Doch, das geht nicht. Nein, der. Der ist aufgerissen. Oder der, so. Die Gebärmutter kann sich doch ausweiten. Ja. Aber nicht weiter als der Hund. Warum nicht? Warum nicht? Das ist doch Genetik. Ist ja kein Luftballon. Ja, aber das ist doch den. Das ist aber ein Hund. Nein, das Mann. Ist so angepasst. Ey, die haben ja auch Knochen, Alter. Meinst du, die brechen? Dann hast du so ein. Nein. Nein, so die Mutter, die muss sich opfern. Ja. Das geht nicht. Also. Du willst mir sagen, es funktioniert nicht? Nein. Großer Hund kann keinen kleinen Hund schwängern. Andersrum doch. Geht. Ein kleiner Chihuahua kann auf einen großen ja, Hund. Ja, genau. Das okay. geht, aber andersrum geht ja, nicht. Ja, geht nicht. Safe. Hm. Du bist im Jahr meine Damen und Herren, auch bei den Menschen gibt es einige Sachen, die so rumgehen und so rum nicht. Darf ich mir ja nichts sagen. Also ich finde, dass du nicht tolerant bist im Jahr 2001. Das hat nichts mit tolerant, das hat was mit Tierliebe zu tun. Weil du willst ja nicht, dass dein kleiner Hund stirbt, weil er ein Baby. Aber was, wenn er, der liebt diesen großen Hund? Warum willst ja. du der Liebe im Weg stehen? Warum? Ich glaube, das machen die. Wenn die sich so fühlt. Nein, ich glaube, ein kleiner Hund beißt dann den großen Hund weg, damit er das nicht macht. Die wissen das so, weißt du? Die sind nicht dumm. Hunde sind nicht dumm? Nein. Hat ein Hund schon mal ein Kreuzworträtsel gelöst? Bestimmt. Niemals. Bestimmt. Nein. Border Collies sind schon mies schlau. Was? Ja. Wie heißen die? Border Collie. Ich hab ja. Bootsy Collins verstanden. Ich hab Borderline verstanden. Der kann auf jeden Fall. Border Collie. Sudoku auf jeden Fall. Sudoku ist doch so ein japanisches Spiel. Ne, mit zu zahlen. Ja. Safe, Border Collie kann. Okay, du bist ja Produzent, ne? Und DJ. Und gut, dass wir die ganze Zeit über Tiere reden, ja? Ja. Ja, aber was feiern wir? Nee, ich will jetzt darauf hinaus. Was machst du den ganzen Tag? Musik. Und nebenbei guckst du dir. Borderline-Hunde an. Nein. Wie lange produzierst du so am Tag? Boah, unterschiedlich. Manchmal 2 Tage am Stück, manchmal 3 Tage gar nicht. Kommt immer drauf an. Okay. Musst du in einem bestimmten Vibe sein, dass du besser produzierst? Oder sagst du... Oder gibt es so Auftragsproduktion, wo ja. du keinen Bock hast, aber die Kohle ist geflossen und das Projekt muss fertig werden. Und das Projekt ist auch gut. Ja, ich hab den Vorteil, ich kann aussuchen, mit wem ich arbeite. Und deswegen arbeite ich nur mit Leuten, die korrekt sind. So. Und mit denen gehe ich dann ins Studio zusammen und dann machen wir Session. Mm. Ich schicke nicht so rum. Ich bin nicht so ein Produzent, der Beats rumschickt. Bitte nimm meinen Beat. Nee. Okay, wann sagst du für dich, boah, das ist heute ein erfolgreicher Studiotag. Was muss passieren? Boah, erfolgreicher Studiotag, wenn irgendwas geschaffen worden ist. Egal was. Passiert das egal mal öfters was. Nicht? Nee, eigentlich kommt immer was bei rum so. Zumindest so eine Idee, Grund, so eine Skizze, irgendwas. Ein richtig guter Tag ist immer so 2 Songs. Mach doch einen Song. Den ich gemacht habe. Mach doch einen Song zu einem Film, wo ein kleiner Hund in einen großen Hund verlieben wird. Okay. Aber es passt nicht biologisch. Und den Film nennst du Brokeback Mountain. Du singst dann drauf?
Mann. Du wolltest einen Chip jetzt holen, ne? Nein. Genau, du singst über diese Liebe der zwei Hunde, nein, die nicht möglich du singst, ist. Du singst. Hast du einen Hund? Mhm. Ja, kein Wunder, dass du die so lobpreist. Ja, natürlich. Wie viele Hunde hast du? Einen. Wie heißt was der? Was für ein? Spanky, englische Bulldogge, Beagle, Mops, Mix. Halt aha, englische Bulldogge. Wie kann ein Mops und eine Bulldogge sich mischen? Ja, weil Beagle, Mops ist eine Hälfte. Da hat ein Beagle einen Mops geknallt. Das heißt dann Pagel. Und eine englische Bulldogge hat was mit einem Pagel und deswegen ist das so halbe englische Bulldogge, halb Beagle Mops. Ich gucke jetzt, wie heißt der genau? Beagle. Ja. Mops. Und? Englische Bulldogge. Englische. War das vor der Coudini? So. Hast du eigentlich Holzverlämmt produziert? Hä? Hast du Holzverlämmt? Holzverlämmt, ja, ich habe zwei Songs mit Holz, ja. Ist das der? Nein, der Song von Pedersen. Nein, ich check dir. Ja, Holzverlämmt habe ich produziert, ja. Echt? Holzverlämmt, Holzverlämmt, Holzverlämmt. Boah, Bruder, der sieht so aus, als wäre der so, hätte so ein Baseball in den Kopf bekommen. Hast du noch richtigen Bild, wo man den so, wo man den ganz sieht? Ja. Was sieht der jetzt aber ähnlicher? Der sieht gar nichts davon ähnlich. Der sieht aus wie ein Boxerwelpe. Irgendwie. Der okay. Hat gar nichts mit alle drei irgendwie, die Ohren von dem, von da, alles. Das heißt, eine Perserkatze kann sich nicht mit einem Löwen paaren? Das weiß ich nicht. Aber doch, geht, glaube ich, oder? Ja, warum geht das der so? Tiger und Löwe geht, das sind doch Katzen. Ja, aber das ist auch unterschiedliche Größe. Da muss doch das eine platzen. Ja, okay, wenn der Tiger so eine kleine Perserkatze knallt, dann geht das ja auch nicht. Warum nicht? Ja, weil die dann platzt. Dein Platzen, Alter. Das geht nicht, die haben noch nicht genug Platz. Okay, warte mal, ich google das jetzt. Das geht nicht, das kann nicht sein. Glaube ich nicht. Ey, guck mal, es gibt Hunde, die kommen als Welpe schon so. Ein Kangal, weißt du, wie groß der ist? Wie mein Hund als Welpe. Der kommt so schon raus. Kangal ist so dieses türkische Restaurant, wo wir mehr essen. Okay, kleine Hündin, gefahrlos von größeren Rüden gedeckt werden. Das ist der. Na genau, gedeckt. Gedeckt heißt das. Okay, was haben wir denn ey, hier? Ey, was ist ein Kangal? Das ist auch das türkische Restaurant, Schein. Kangal? Ja, das sind türkische Hütehunde. Diese riesigen. Okay, das Decken, also das Wegmachen, das Decken selber ist nicht so die ganz große Gefahr, aber die Welpen können im Uterus einige Probleme bekommen aus Platzmangel. Und es kommt sehr häufig zu Kaiserschnittgeburten. Ja, aber die kommen. Da die Welpen für den normalen Geburtsweg zu groß sind. Ja, aber es geht. Es wird immer wieder erzählt, dass die Welpen sich der Größe der Mutterhündin anpassen. Aha. Absoluter Blödsinn. Oh. Okay. Okay, ey, das ist teilweise ja, recht. Ah, okay, bisschen recht hatte ich. Obwohl du ein Russe bist. Bisschen recht hatte ich. Okay. Zumindest das. Das wäre jetzt mies peinlich gewesen, wenn das geht. Okay, die müssen auch früher geholt werden, die können nicht ganz auswachsen. Ja, da hast du so Frühchenhunde. Hm. Wie sind Frühchenhunde dann? Ja, hab noch nie angesehen. Sehen dann aus wie so ein Nacktmull. Wie so Rattenbabys oder Mäusebabys. Hast du mal gesehen, wie die aussehen? Okay, wie kann man sich ein Produzentenleben vorstellen? Boah. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, viele Frauen in einem Ding. Nee. Kein Sex, kein Rock'n'Roll. Nur Wodka. Nein, ja, keine Ahnung, du machst halt, ist ja bei jedem unterschiedlich. Die einen sitzen den ganzen Tag zu Hause, machen Beats, schicken das im Internet rum. Nee, du, genau was du machst. Was ich mach, ich hab Termine, dann kommen Rapper, die ich mir aussuche, dahin. Und dann setzen wir uns hin und sagen, jo, was machen wir heute? Und dann fängst du an. Und okay, wenn du in einem Studio? Ja. Okay, was für Zeiten haben wir? Sprechen wir da von morgens um 7? Nee, meistens nicht. Also früher haben wir früh angefangen, aber jetzt meistens abends. Aber zum Beispiel mit Karate Andi, als wir das Album von dem angefangen haben, da war der erste Lockdown letztes Jahr im November. Und der ist einfach auch anderthalb Monate da geblieben. Und dann haben wir am Anfang ein paar Songs gemacht. Und dann mit der Zeit hängst du halt die ganze Zeit ab und dann kriegst du, der hat eine Idee, weißt du? Und dann haben wir auch ganz andere Genres gemacht, die man von dem eigentlich gar nicht erwartet hätte, aber die kommen auch nicht aufs Album drauf. So, aber wir haben halt einfach so Punkrock gemacht. Wenn jetzt so ein Popkünstler, der ist ja auch in der Musikszene seit 20 Jahren, kann man sich vorstellen, dass dann eine Popmusik, zum Beispiel Prinzen oder Pur oder irgendwas, so morgens um 9 ins Studio gehen und dann aufnehmen? Oder ist das meistens abends? Ich glaube, wenn die so Songwriting machen, weißt du, das sind ja eine Band so, ne? Die sitzen ja zusammen und machen dann wahrscheinlich die Songs.
Kann sein, die sind ja schon lange Business, dass sie so morgens gerne und dann bis nachmittags machen oder so. Oder kann auch sein, dass die morgens keinen Bock haben und einfach die ganze Nacht durchmachen so. Ist halt unterschiedlich so, aber ich denke mal, die werden ihre Songs halt üben, ne, mit Band und sowas. Und wenn die sich sicher sind bei den Songs, dann mieten die ein Studio und recorden irgendwie das ganze Album in einer Woche. Okay. Wie kommst du damit klar, das ist ja eine Prozedur. Du nimmst was auf oder produzierst es, dann ist es erstmal fertig, dann wird es abgemischt, gemastert und alles Mögliche. Dann Videoplan wird gemacht, das gemacht, wann kommt das raus, dann kommt es vielleicht erst 3 Monate später raus, der Song. Wie kommt man damit klar? Weil ich bin so ein Typ, ich habe jetzt so meine Tour-Videos, ne? Die habe ich alle fertig fast. Und ich sterbe vor Neugier, wann es losgeht, ob das funktioniert, ob das Video, wo ich sage, boah, das wird abgehen, ob das losgeht. Wie kommst du mit dieser Situation klar, dass du so erst nach Monaten später eventuell einen Erfolg siehst? Ja, das Feedback auch bekommst erst, ne? Genau. Keine Ahnung, also früher habe ich auch jeden Kommentar gelesen und sowas, wenn irgendwas von mir produziert war, ich habe alles, jeden einzelnen Kommentar, ich habe alles geguckt, überall Reviews gelesen und so von Alben und heutzutage gucke ich mir einmal das Video an. Schläfst du ein oder was? Nein. Der schläft einfach ein, erstmal so ein Chip. Schläft einfach ein. Nein. Bist du müde? Oh, ja, sie geht schon unten hinlegen. Nein. Alles gut, ich höre euch zu. Wie so diese gespielte Motivation, ob er 6 Red Bull getrunken hätte. Nee, heutzutage gucke ich mir einmal das, dann noch so, wenn die Premiere ist, so, weißt du, Videopremiere oder so, gucke ich mir an. Wenn ein Album rauskommt, höre ich mir einmal das Album einmal nochmal durch so und dann schließe ich ab. So. Und die Zeit bis dahin, das ist ja der größte, das Nervigste. Wie seid ihr auf den Song Holzfällerhemd gekommen? Weiß ich nicht. Das ist zu geil, Alter. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ja, weil du wahrscheinlich. Ich glaube, wir hatten die Akkordfolge. Ja. Und dann hat der Melodien gefreestylt und von den Vokalen her hat Holzfällerhemd gepasst. Und dann hat er einfach den Rest vom Song einfach wegen diesen Dings gemacht. Ja, aber das ist zu geil. Das ist echt schön. Aber so ist oft, dass du einfach anfängst und du hast einfach nichts als Start. Ja. Und dann klimpert einfach einer rum und einer macht eine Aliensprache irgendwas und dann hast du so ungefähr. Aliensprache, oder so, Farsi. Oder einer kommt und sagt, ey, lass mal das und das versuchen zu samplen, so weißt du? Und dann fängst du an, machst du da irgendwas draus. Manchmal kommt doch richtig Scheiße. Das heißt, diese Aliensprache, diese Mumble-Sprache macht man, um Melodien zu finden. Ja. Und darauf schreibt man einen guten Text. Ja, manche machen auch einfach dann schlechte Texte auch drauf. Oder manche übernehmen einfach die Mumble-Sprache. Genau, übernehmen diese Aliensprache. Genau. Ja. Okay. Ja. Aber gibt auch welche, die wollen halt einfach erstmal in die Booth gehen. Okay. Und einfach erstmal bisschen reinkommen, ein bisschen Melodien singen und nehmen einfach gar keine Melodie, die vorher eingesungen haben, aber einfach nur mal reinzukommen, ja, genau, weißt du, um den Song zu fühlen. Jeder hat ja so irgendwann so sein Zenit oder will irgendwas ganz Großes erreichen. Was ist dein Ziel im Leben? Willst du einen Film produzieren? Ist das dein größter Traum, wo du sagst, okay, danach ist alles Finanzielle Freiheit. Ja? Ja, safe. Aber hast du doch schon. Nein. Wo habe ich finanzielle Freiheit? Ach so, du meinst, dass du gar nichts mehr machen musst? Ja. Ja. Dass ich nicht mehr machen muss. Ja, genau. So. Ach so, diese Freiheit. Einfach nichts mehr machen müssen. Also einfach back to the roots. Wie back to the roots? Nichts also mehr tun. Also babymäßig so. Ja. Ja. Einfach gar nichts mehr machen. Ja. Ey, wieso? Nicht müssen, ne? Ey, nicht wieso, machen. Sondern apropos Baby, wieso produziert keiner eigentlich ein Baby? So ein richtiges Baby. Weil die nicht sprechen können? Ja, na, und können doch die Rapper auch nicht. Einfach so, was das Baby so sagt. Gugu, gaga, gaga. Und dann machst du Autotune. Es gibt safe. So, produzier doch das erste Baby. Ja, und dann? Kann er nicht mal live auftreten, weißt du? Genau, und Streaming. 2 Jahre später ist er ein Dings, der kann schon reden, aber muss Gagagugu machen. Mit 18 tritt er noch auf. Gagagugu. Gagagugu mit 18. Wie Justin Bieber, England, 20 Tattoos, Gagagugu. Aber was ist jetzt dein Ziel? Das würde mich gerne mal interessieren. Finanzielle Freiheit, das wäre. Ja, aber ich meine vom künstlichen Aspekt. Ach so, von der Musik her? Ja. Boah. Ist es ein Film? Willst du einen bestimmten Rapper? Willst du in jemand Internationales, wo du sagst, ja, das ist mein Traum? Du musst ja einen Traum haben. Boah, Grammy-Nominierung wäre schon geil. Ja, ne? Für wen? Ja, Grammy-Nominierung. Also fürs beste Album. Ist egal, einfach nominiert, egal wer ist, egal was. Einfach nur nominiert, nicht mal gewinnen. Auch für den besten Hundebesitzer? Das ist kein Preis. Das weißt du nicht. Kennst du alle Grammy-Kategorien? Ja, klar. Außerdem kommen eh jedes Jahr neue. Wieso jedes Jahr neue andere Sachen kommen? Ja. Naja, aber so Grammy-Nominierung, glaube ich, das wird mir reichen. Und so Rapper, keine Ahnung. Wäre schon nice, Tech 9 und Eminem, Alter. Ja, dann wäre doch komplett vorbei. Aber Problem ist, Eminem nimmt nur noch scheiß Beats.
Nur richtige Kacke. Was war der letzte coole Eminem-Beat, den er gepickt hat? Das letzte Album war, da waren auch geile Sachen drauf. Ja? Music to get murdered by. War der gute Beat? So Slim Shady-mäßige Beats? Nein, die Zeit ist komplett vorbei. Du musst dich auf die neue Zeit einlassen. Ja, ja. Okay, das bedeutet, Eminem wäre so, wo du sagst, ja, boah. Was heißt Eminem? Slim Shady. Aber Tech 9, das könnte man hinbekommen. Tech 9 geht, ja. Das kann man, so ein Beat für Tech 9 landen kann man Tech schaffen. Tech 9 ist möglich, weil... Aber das wäre ja absolut oberfresh. Ja. Ich bin ein richtiger Tech 9... Slane auch? Ja, Slane. Hätte ich Bock, aber ich habe ihn auch angeschrieben, aber der macht halt nur Sessions, so wie ich auch arbeite, weißt du? Ja. Aber wenn du mit Amis arbeitest, dann, ich fliege ja nicht dahin, um Sessions zu machen. Für deinen Traum? Was mit Il Bill? Ja, wer macht man, glaube ich. Wer macht was mit Ari the Rocket Man? Der lebt doch sogar in Deutschland. Ja, stimmt eigentlich, ne? Guck mal, sei nicht so frech. Ja, Rugged Man, da könnte man sogar Session machen, wa? Ja. Muss man mal. Also das heißt, du würdest gerne große Stars in produzieren, aber nicht hinfliegen dafür. Nein. Geil. Ja, ich schreibe in der Corona-Zeit ein, Alter, dann kann ich halt gerade nicht nach Boston für eine Session, so weißt du? Ja. So, weil EU-Reiseverbot dies, das war. Einreiseverbot. So. Aber so, wenn er sagt, safe, komm hier rüber, wir machen eine Woche Session. Bin ich in Boston schneller, dass du gucken kannst. Kannst du auch richtig so eine Band aufnehmen oder kannst du nur so Hip-Hop-Beats machen? Was heißt Band aufnehmen? Gleichzeitig so? Ja, könntest du die Toten Hosen produzieren? Nein. Das könntest du nicht, ne? Nee. Könnte ich nicht. Wenigstens bist du ehrlich. Ich guck grad, was du... Ich könnte denen was vorproduzieren, was die nachspielen sollen. Aber dann brauche ich einen Engineer, der mir das alles da recordet. Ich habe nie Schlagzeug aufgenommen. Ja. Da brauchst du ja 8 Mikrofone alleine dafür, so weißt du? Was steht da? Pogadi. Das ist eine Serie. Genau, ja. Und krass, so eine Popstar-Band. Auch noch, ja. Ja, die haben sich noch benannt. Und was hast du noch? Das ist der Bomberman. Ja, Bomberman, Alter. Ja, boah, SNES war das. Ich hab was. Das wirst du feiern, Alter. La Coca Nostra! Nein, ich meine das Tattoo, warte. Das Shirt hab ich auch. Das hat jeder. Ja, wir sind ja aber Fans. Aber meins ist 12 Jahre alt. Ich hab La Coca live gesehen. Das ist eine richtige Money-Jacke, gell? Ja, der Money, sicher. Scorpion? Hier, Sub-Zero, Alter. Yo, zeig mal. Das ist ein freshes. Sub-Zero und hier, Scorpion. Ja. Mortal Kombat, und? Bruder. Achso, ich dachte Wind of Change. Take me. Oh, das ist ein... On the morning, the night. Ist dir aufgefallen, dass es davon einfach keine Neuauflage gibt? Es gibt keinen EDM-Remix, warum soll ein geiler Song... Nein, aber jeder Song auf der ganzen Welt, irgendeiner hat den einfach schon genommen und einfach so eine EDM-Version gemacht. Ja, aber die Sachen regen mich aber immer die, auf. Ich glaube, die geben die Rechte nicht frei. Ich glaube, die verklagen alle weg so. Aber keiner kann das auch pfeifen. Kannst du das? Ich kann ja nicht pfeifen. Du musst nur samplen. Ich weiß, aber so dieses Pfeifen ist schon... Da, überleg mal. Kannst du das? Nein, ich kann gar nicht pfeifen. Ich kann auch nicht pfeifen. Nicht mit dem Finger. Ich kenne pfeifen, aber ich kann nicht pfeifen. Ja. Ich rauche Pfeifen. Ja. Du erscheinst noch draußen Shisha? Nein. Nicht? Nein. Ganz selten. Der ist ungesund, der trinkt lieber Wodka. Weißt du, warum ich keine Shisha rauche mehr? In NRW gibt es nur noch diesen Steine oder wie das ist. Diese Molasse. Crackpfeifen. Alter, diese, was, wenn schon an Tabak, wenn, weißt du? Gibt es einen deutschen Rapper, mit dem du gerne arbeiten würdest? Wo du kein Problem mit hast, das zu sagen, weil oft ist ja dieses... Genau, ohne Angst zu haben. Nee, nicht Angst, dass der jetzt vielleicht so auf cool macht. Wen würdest du gerne so Beats machen? Jihad. Savage wäre eigentlich nice mal. Oder so, aber Savage wäre auch... What? Was hast du gerade gesagt? Bist du ein Pelikan oder was, Alter? Ich hab grad Jihad gesagt. Ja, wo ist Jihad, Alter? Keine Ahnung. Der sah auch echt komisch aus. Der Arme, ne? Ja. Ich weiß nicht, wo der ist. Der ist dieses Wort, was du immer sagst. Jazik. Ja. Aber der konnte gut rappen, Jihad. Also Savage würdest du... Savage, Sido... Ja, Savas können wir klären, das ist ein Bruder von uns. Ja. Ich war mit Savas auf Tour mal. Also kann ich auch klären. Mach ich auf cool. Ich war mit Peters Vorgruppe. Sido wäre sehr gut. Ja, Sido geht aber auch Kontakt. Also das liegt nicht daran, dass der Kontakt nicht so da, also aufgebaut werden könnte. So. Wenn ich irgendwann mal was hab, wo ich denke, so, boah, da wäre Sido super krass drauf, würde ich ihn wahrscheinlich auch drüber flanken. Okay. Aber in Deutschland gibt es viele, auch Untergrund gibt es viele, weißt du? So Timey zum Beispiel, war früher Timeless aus Köln. Ja, genau. Von Cashmo, ja. Cashmo ist auch nice. Ja. So. Aber Cashmo produziert sich nur selber. Nee. Der rappt nur auf seine eigenen Beats, glaube ich. Nein. Das letzte Ding mit Blockmaster zusammen war auf dem Beat. Ja, aber das war auf dem Blockmaster-Album und da wurde er... Da nein, das war ein gemeinsamer Song von denen, das war nicht auf dem Blockmaster-Album. Echt? Also ich meine, dass Cashmo nur auf seine eigenen Beats rappt, weil der will ja immer das so 90s-mäßig haben und so. Ja, der Beat war 90s-mäßig. Ja? Von ZH Beats, glaube ich. Boah. Aus Zürich.
Mein ich. Ich glaube. Okay. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der nicht von Cashmo war. So, er gibt viele. Bist du eine Popsängerin? So Vanessa Mai, wenn die jetzt kommen würde und sagt, ey, die oder Vanessa macht April, Schlager, die macht hier Vanessa Schlager. April, Vanessa ja. Juni. Ist ja kein Pop, das ist ja Schlager. Vanessa August. Ja, okay, dann Vanessa anders. Januar. Ja, würde ich ja auch machen. Vanessa ja. Februar. Ja. Vanessa März. Aber nur, wenn ich nicht schreiben muss. Wenn die fertig geschrieben bekommt mit Text. Würdest du ja, weil die schreiben, so kacke, die ihre Texte sind. Weil würdest du Detlef die Soest produzieren, wenn er sagt, ich will jetzt Mucke machen? Ja. Das boah, Lied, da, wenn das Geld stimmt. Dieses Lied heißt Dartscheibe. Ja. Hat er einen Song, der Dartscheibe heißt? Nee, aber es wird so heißen. Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, wenn das, da ist halt so ein Ding, wenn das Geld stimmt auf jeden Fall, ja. Ja. Wenn ich jetzt bei dir einen Song aufnehmen will, mhm. Was musst du latzen? Kommt drauf an. Machst du Eigenvermarktung, hast du einen Verlag, Vertrieb, Label, Major. Daran werden die Preise angepasst. Also wenn ich Major habe, wird's teurer? Ja, klar. Und wenn ich jetzt so ein Hartz-IV-Empfänger bin, wie jetzt? Dann ist es billiger. Ah, jetzt verstehe ich. Kann man ja einfach lügen. Ja. Wie? Ja, klar. Schon vor, jetzt kommt ein Kollege zu dir und sagt, ey, hör mal zu, ich habe kein Label, ich habe kein Geld. Kannst du mir was produzieren? Würdest du ihm glauben? Nein. Das ist ja jetzt ein dummes Beispiel, weißt du? Aber... Ey, wo ist ein Geschimmel? Der hat, hier unten im Keller. Da ist jetzt was, das Wasser... Da wo ist Schimmel jetzt, ohne Witz? Keine Ahnung, der hat doch noch ein Ding rausgehauen vor ein paar Jahren. Von welchem Land sind wir? Aus Bremen. Aus Bremen. Schimmel. Der war gut damals. Ja? Ja. Die ersten zwei Alben von ihm waren gut. Für die damaligen Verhältnisse, ey, heute ganz herzlich. Damals auch. Mit Blockmonster und Fußpilz. Das war so ein krasses Album. Und wo ist Hollywood Hank? Der ist verrückt. Du Scheiße, Alter. So, ey, ich weiß was nicht, was passiert hier? Aber irgendwie werden alle verrückt, Alter. Der war fresh. Hollywood Hank. Hollywood Hank. Ey, Hollywood Hank, das wird wirklich, der hat revolutioniert Deutschland. Ja, okay. Deutschland. Weißt du. Untergrund, das ist, der wird das aber lustig finden. Bollywood Frank. Wenn er dich lustig findet, wird der Hollywood Hank lustig, Alter. Ey, okay, Hollywood Hank kann doch wiederkommen, einfach im roten Punkt hier und sich Bollywood ja, Frank. Ja, Bakter Eli genannt, Alter. Bollywood, was sind das für Künstlernamen? Was? Ist doch cool, Hollywood Hank, warum nicht? Ja, ich finde den Namen auch cool. Ey, der ist aber echt Legende, Alter. Also der ist Untergrund, der hat echt viel geprägt. Ich finde, ein Rapper heutzutage muss ein O am Ende haben. Ja, und eine Zahl. Ja, und eine Zahl. Ist doch fresh. Ah, jetzt habe ich ihn erst gecheckt. Ich bin ein bisschen langsam heute, weil ich müde bin. Ja, weil du ein anderes T-Shirt. Aber zahlen muss. Dein T-Shirt ist fresh, Alter. Ja, ne? Jeez, fresh. Würdest du Leute produzieren, die kein Deutsch sprechen können? Also 98% der Szene. Boah. Darf ich die verbessern, wenn die am Mikro stehen? Ja, klar. Ja, dann ja. Muss sogar. Ja. Okay. Würde ich machen. Was sind die neuen Projekte von dir? Was kommt raus? Was kommt als erstes davon? Ich weiß die Reihenfolge nicht. Egal, aber auf jeden Fall, sag alles. Ich habe ein Album mit Karate Andi gemacht. Komplett. Ja. Weißt du, kurz, dass ich ihn nur interveniere, warum heißt der Karate Andi eigentlich? Weil der ist zu einem Battle gegangen bei Rap am Mittwoch. Er wollte gar nicht battlen, er war einfach Zuschauer. Dann haben die gefragt, wer kann freestylen. Dann haben seine Kumpel ihn da hochgeschleppt. Und dann haben die gefragt, wie heißt du? Der hat gerade Andi einfach gesagt. Das ist geil. Der heißt nicht Andi, nixte. Nein! Der heißt nicht mal Andi, nein. Das ist eine geile Story. Das ist einfach so, der hat einfach irgendeinen Namen erfunden. So wie wenn, keine Ahnung, du da. Ja, ich hab ein paar Battles von dem gesehen. Der war auch gegen Hat er gebattelt, Karate Andi? Ja, der ist durch Battlen bekannt geworden. Bontegi hat er auch. War er gut? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Der hat immer so eine Kappe getragen, kann das sein? Mhm. Das Freestyle Battle hat er. Der ist ja bekannt geworden mit so einem. Wie Kapi? Karate Andi. Kapi und er sind beide von Rapper Mittwoch. Okay, Karate Andi. Und Finch Asozial, die drei. Ist Finch Asozial erfolgreich? Ja. Ist Finch Asozial? Nein. Okay, Karate Andi, wer noch? Oh, doch, der ist asozial. Wer noch? Doch. Ja, die drei, Karate Andi, Kapi und... Nein, wen produzierst du noch? Wer kommt jetzt? 257 Album kommt, ich glaube, Anfang nächstes Jahr. 1207? 257. 57er, ja, okay. Ja, Pedas kommt jetzt auch. Ja, geil. Was habe ich noch mit Beşlik, mache ich gerade? Wer ist Beşlik? Das klingt wie so ein albanisches Essen. Beşlikmeister. Beşlik heißt Fünfer auf Türkisch. Hast du einen Türke? Nein. Was ist da los? Aber passt, Rapper sind eh alle fähig. Ja, ja, und sonst, ich weiß gar nicht. Ich habe eigentlich voll viel gemacht das letzte Jahr. Ja, du erzählst doch nur. Nee, also wirklich. Du flankst. Ich habe echt viel gemacht. Aber ich weiß nicht, wo die ganzen Songs sind. Ich habe auf jeden Fall eine ganze Festplatte voll mit Sachen, aber die kommen irgendwie nicht raus. Ja.
Weil die scheiße sind. Wollte ich mir gerade sagen. Nein, alle warten jetzt mit Release. In Weihnachtszeit lohnt es sich zu releasen. Dann bist du gefickt, weil da irgendwelche Helene Fischers wieder das 24.000. Mal das gleiche Weihnachtslied singen. Oder Sido, Weihnachtssong, der immer rasiert. Yeah. Ja. Ey, ich muss so krass urinieren. Ich schwöre, da kommen 12 Asiaten raus. So, sag mal deine Social Media Links. Wo kann man dich finden? Wo kann man dich sehen? Instagram/Wody257. Ich brauche keine Follower. Nein, wir wollen dich doch unterstützen. Du bist doch jetzt ein richtiger Star. Ja, aber dann kommen dann Leute, Alter, wo ich dann... Ich habe eine Community, Alter. Nein, wir haben coole Fans. Ja? Ja, wir haben nicht hier... Ja, 100%. Wie sicher? Natürlich. Natürlich, was denkst du denn? Bist du hier unsere Fans? Ich bin 257er Konzert. Dein Account war 3 Monate gesperrt, weil keiner geholfen hat. Ja, das stimmt. 257er? Wody257er. Nein, Wody257. Wody257 mit 2D, ne? Und einem V. Ja. V, es gibt mehrere Wörter, es gibt mehrere Wörter, die mit V anfangen. Wie? Zum Verrat. Van Hellen. Ja. Vogel. Van Helsing. Mhm. Okay, ja. Und wie sind eure Dings? Präsenzen? Social Media? Warte. Nisa Comedy unterstrich? Nein, nur Nisa Comedy. Warte, und du hast nur Insta? Ja. Kein Facebook, kein Twitter? Nein. Kein... Ich habe auch kein TikTok. Kein Snapchat? Kein Snapchat. Snapchat, all on the floor. Snapchat, give me some more. Snapchat. Geil. Okay, ich würde mal sagen, wir kommen langsam zu Ende. Ja, es war eine geile Folge. Sehr Spaß gemacht. Wir laden dich gerne immer wieder ein. Ja, und ihr kommt im Januar, wenn die Tour stattfindet, auf jeden Fall mal vorbei. Ja, die 257er sollen auch kommen. Ja. Sag denn, beide. Nächstes Mal, ja. Schniesen und Marius. Mike. Achso, Mike. Ja, ich sag dir Bescheid. Ja, Alter, das wird lustig mit denen, glaub mal. Die nehmen mich auseinander noch. Von Marius. Einfach. Marius, schlimm, hast du da gesagt? Ein Freund von mir, der sagt seit 6 Jahren den falschen Namen, der weiß bis heute nicht, dass er anders heißt. Ja, ey, ich kenne auch manchmal die Namen von Leuten nicht, ja, weil die sich anders vorstellen. Ja, klar. Weiß nicht, wie die heißen. Ja. Oder die nennen aber sich Garcia mit Nachnamen. Nein, oder Beispiel, Schimmel. Wir haben einen Kollegen, nach 2 Jahren habe ich jetzt gecheckt, dass der gar nicht Horst heißt, weil der sich auch mit Horst vorstellt. Aber ja, du heißt, hast doch. Der heißt aber Jens. Du sagst, nein, der heißt nicht mal Andi. Ich dachte, der heißt wenigstens Andi. Gerade Andi, also einfach so komplett erfunden. So, meine Damen und Herren, es war eine wunderbare Folge mit unserem wunderbaren Gast, Wody, ja. Es war eine sehr angenehme Folge, wirklich. So. An meinen wunderbaren Partner, Nisa. An den schönsten Mann der Welt, Cheyenne. Der nicht nur. Was für ein Typ, Alter. Freshe Klamotten. Das Shirt gehört meinem Vater. Das zählt nicht. Ja. Ich habe das gleiche T-Shirt. Ja, aber du kennst Nisa nicht. Aber das ist eigentlich ein T-Shirt, was man zum Schlafen trägt. Es entwickelt sich in eine andere Himmelsrichtung, denn es war Gucci, jetzt Boss. Bald kommt er zurück. Der kommt in meine Welt, das ist geil. Nein, niemals. Doch. Bald wird das andere Auto geholt. GLS, eine G-Klasse. Ja, klar. Lange Haare hat er schon, ein Pitbull und dann, yalla, gib ihm. Also, meine Damen und Herren, like die Folge, teilt die Folge. Ich geh jetzt den Tutti rauslassen. Folgt uns, passt auf euch auf. Mein Name ist Cheyenne Garcia. Folgt bitte Cheyenne alle auf Instagram, nein, auf Facebook. Nur auf Facebook. Geil. Scheiß auf Insta. Das ist geil, genau. Weil das sind die Batzen, Alter. Ey, Wody, vielen Dank. Gerne, immer gerne.